Ja, hiermit begrüße ich Sie zu unserer wissenschaftlichen Tagesschau heute. Talkshow Demokratie pur, freie Argumente-Plattform. Und unsere Gäste werden sich gleich selber vorstellen. Ich blende schon mal ein paar Bilder von Ihnen ein, sozusagen, dass Sie schon mal so ein bisschen Schaubilder von Ihnen sehen können und unsere Teilnehmer auch im Foto oder im Bild schon mal sehen können. Ja, das heißt also, und ich selbst bin ja hier vom World Council of Wise People, da ist es, das Schaubild, World Council of Wise People, Weltrat der Weisen, von der Unterabteilung auch Mitglied des Arbeitskreises Next Scientist for Future. Und ich beginne mit meinem Anfangsstatement. Habt ihr das gehört, eben die Störung dazwischen? Ja, da war was. Da war was, aber nicht schlimm, ne? Es war bei mir relativ laut. Gut, ich drehe mal hier ein bisschen leiser. Moment, so. Ja, das heißt, ich beginne mit meinem Anfangsstatement, dann macht Tom weiter und dann Jürgen Wagner öff weiter. Hallo, schönen guten Tag. Ja, hallo, hier ist die Silke noch Ja, mal. super, dass du da auch den noch mal reinschneist, sozusagen. Ja, super, wir fangen gerade erst an, ne? Ja, schön, danke, darf ich dabei sein? Ja, und die Aufnahme läuft schon. Wir sind schon mitten dabei. Also, und ich fange jetzt mit meinem Anfangsstatement an und dann machen wir doch so als Reihenfolge Tom, Silke, Jürgen Wagner und ich wieder. Ja? Okay, Und ich klar. beginne mit meinem Anfangsstatement. Und zwar in letzter Zeit, wir haben in den letzten Tagen, wir haben ja das große Glück, dass Öff Mitglied bei Extinction Rebellion ist. Und dass er auch Mitglied ist, wenn ich es richtig verstanden habe, bei Scientists for Future, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, nach meinem Wissen bin ich da aufgeführt, ja. Ja, Ich genau. habe auch eine Einladung zu einem Kongress bekommen, der eigentlich in diesem Jahr sein sollte, aber Ja. dann wohl wegen Corona nicht stattgefunden hat und so weiter. Ja, also genau, das ist ein großer Glücksgriff, weil wir damit einen der sachlichsten und vernünftigsten und behutsamsten Menschen haben, der quasi, denn ich wäre wahrscheinlich bei Extinction Rebellion schon längst ausgeflippt und hätte geschimpft, ne? Und die Geduld verloren, ja? Weil die haben es jetzt geschafft, übrigens eine von unseren 24 Professorinnen rauszuekeln, indem sie die mit irgendwelchen Mails, mit irgendwelchen. Im Internet gibt es ja so ein, zwei Verleumdungen über uns. Da gibt es so einen Parteivorsitzenden, der in völlig falscher Weise zum Beispiel das Gespräch, das völlig anders war, aber in seiner Weise verleumdend dargestellt hat. Ja, wie gesagt, und da sagte mir ja Jürgen Wagner auch, dass wir uns mit solchen Verleumdungen muss man rechnen, wenn man auf dem Weg zur großen Bekanntheit kommen will. Und das lässt sich wohl nicht vermeiden, ja? Und das heißt, wir haben im Forum, immerhin hat man jetzt wahrgenommen, dass all die Verleumdungen gegen uns alle nicht stimmen, dass es die Professoren gibt, dass es die Sendungen mit den Professoren gibt, die Interviews mit den Professoren, dass es die journalistischen Berichte gibt, dass es den Bild-Zeitungsartikel gibt und dass es die Pressekonferenz mit jungen Fridays for Future Demonstrationsteilnehmerinnen bzw. Schülerinnen gab, mit 10 Journalisten dabei und so weiter. Also all die Verleumdungen sind jetzt vorbei. Aber trotzdem ist es immer noch so, dass es quasi Extinction Rebellion und wahrscheinlich ähnlich wird es auch bei Ende Gelände vermute ich mal sein und Fridays for Future ist es ja auch ähnlich, dass die einfach mit Menschen, die auch nur ein bisschen anders denken als sie selber, grundsätzlich nicht reden wollen. Ja? Also so nach dem Motto, bloß nicht reden mit jemandem, der auch nur einen Millimeter anders denken könnte oder ein anderes Argument haben könnte als man selber. Und da sind wir jetzt, glaube ich, gell, da hängt auch Jürgen Wagner im Moment noch fest, oder? Ja, das ist der Kampf weiterhin. Ja. Deswegen solche Kleinigkeiten, die oft auch künstlich konstruiert werden, nicht nur, dass man einen tatsächlichen Mini-Unterschied nimmt, man konstruiert auch willkürliche Unterschiede damit rein, um dieses Teile und Herrsche, diese Teile und Herrsche-Strategie da verhängnisvoll auch gerade in die alternativen Szenen reintreiben zu können. Und das geschieht in Eigendynamik, weil die Leute gerne so eigenbrötlerisch sind und ihre Filme fahren. Aber da wirkt sicherlich auch staatliche Kräfte mit, dass eben diese Szenen so zersplittert bleiben.
Ja, genau. Und für uns ist das ja deswegen enorm wichtig. Also für Tom ist das ja einmal enorm wichtig, weil um seine, habe ich es richtig verstanden, solarthermischen Kraftwerke zu bauen, ja, brauchen wir nicht nur den finanziellen Spielraum dafür, den wir letztendlich nur über die Reform, 20 Reformen der Next Scientists for Future direkt kriegen würden, ja. Und wir brauchen dafür aber auch die Stimme in der Öffentlichkeit. Und über die verfügen im Moment leider nur Fridays for Future. Extinction Rebellion wird auch von den Medien berichtet und hat auch manchmal Zugang zu den Großmedien und Ende Gelände sogar auch manchmal, aber wir nicht, ja? Also das heißt, wir brauchen die Zusammenarbeit mit auch Scientists for Future. Scientists for Future haben auch den Zugang zu den Medien, ja? Also wir brauchen den Zugang mit einer dieser vier Gruppierungen: Fridays for Future, Extinction Rebellion, Ende Gelände und sozusagen Scientists for Future, weil wir sonst, weil im Moment das Thema Weltverbesserung ist nun mal besetzt von diesen vier Gruppen, ja? Und wir werden gar nicht gehört, weil wir nicht zu diesen vier Gruppen direkt dazugezählt werden. Wir müssen also da irgendeine Koalition bilden, ne? Und deswegen, Tom, also wir könnten, wenn wir einmal in den Medien sind, in den großen Medien sind und die ganze Welt über die Reformen diskutiert von Next Scientists for Future, dann kriegen wir auch, haben wir die finanziellen Mittel. Denn was du uns ja sagen würdest, Tom, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, dass vielleicht eine Vollbedachung aller Dächer mit Sonnenkollektoren bei weitem nicht ausreichen wird, um die ausreichende Energie zu besorgen, sondern dass wir, im Moment wird ja auch in der Öffentlichkeit viel von Wasserstoff geredet, dass wir nur mit solchen solarthermischen Kraftwerken, die auch dann wirklich in der Sonne des Äquators stehen, ja, dass wir da genügend Energie kriegen, um nicht die Wirtschaft zusammenbrechen zu lassen. Habe ich es richtig verstanden, Tom? Ja, genau so ist Genau so ist das. Ja, es. und. Gerade was Wasserstoff jetzt betrifft, ja. Ich meine, die Umformung von Wasserstoff birgt ja große Verluste. Es kommen ja nur 15% der investierten elektrischen Energie im Wasserstoff wieder zurück, ja. Aha. Das heißt, wir bräuchten glatte 90 bis 95% mehr Kraftwerke noch, wenn wir Wasserstoff benutzen. Ja. Wenn wir die Brennstoffzelle benutzen, ja, das ist total uneffektiv, die Umwandlung. Aha. Ja, nach dem zweiten Energiesatz, zweiten Energieerhaltungssatz, ja. Ich wandle hochwertige elektrische Energie in Wasserstoff um und den Wasserstoff wieder, den minderwertigen Wasserstoff wieder in elektrische Energie. Ja, da kommen nur 15% bei raus. Ja. Das ist der Wirkungsgrad, ja. Ja, Also. deswegen, also mir leuchtet das ja ein. Ich weiß ja damals auch, Desert Tech, das ging schon in die richtige Richtung. Also dort, wo die Sonne knallt und wo Wüste ist, da müssen die Kraftwerke der Erde stehen. Ja, also das ist mir schon klar. Ja, das sehe ich hundertprozentig genauso. Aber ich mache mal mein Anfangsstatement fertig. Also sozusagen auch Silke für dich eben, das ist halt auch die Überlegung, Silke, gell? Was ich natürlich auch hier jetzt in meinem Anfangsstatement an dich anregen möchte, sozusagen, dass wir, wenn wir wirklich einen grundlegenden Wandel noch zu unseren Lebzeiten möglichst bald erleben wollen, ja, dann brauchen wir eben die Zusammenarbeit mit solchen, die im Moment in den Medien die Weltverbesserung vertreten, also von Extinction Rebellion bis Scientists for Future, ja. Und wenn wir da, und vor allem müssen wir dann auch den Finanzierungsplan dafür vorlegen. Denn die Politik bis jetzt scheitert ja Extinction Rebellion daran, dass sie zwar zum Beispiel, wenn ich es richtig verstanden habe, Jürgen Wagner, bitte korrigieren, gell, dass die Extinction Rebellion so etwas wie eine Bürgerinnenversammlung vorschlagen, die aber leider das Dilemma hat, dass sie, um wirksam werden zu können, müssen ja die politischen Kasten Teile ihrer Macht abgeben. Und warum sollten sie über das tun, wenn wir ihnen nicht positiv anbieten können, eine längere Lebenserwartung, eine längere, bessere Gesundheitserwartung und 10 bis 20 Mal mehr Lebenslust und Lebensqualität anbieten können? Warum sollten sie sonst
Das heimelige Spiel mit den Lobbyisten und mit den Großkonzernen und der High Society aufgeben und freiwillig ihre Rechte an eine Bürgerinnenversammlung teilweise abgeben, das werden die nicht tun. Also man muss immer, wenn man etwas erreichen will in dieser Gesellschaft, muss man jeder Kaste etwas anbieten, was für sie attraktiver ist als das, was sie dadurch verliert. Und da hängt es. Fridays for Future bietet nichts an, sondern fordert nur. Und genauso alle anderen bieten nichts an, sondern sagen nur, wir wollen euch was wegnehmen, also der politischen Kaste zum Beispiel ihre Allmacht wegnehmen und das teilweise übertragen auf Bürgerinnenversammlungen und so weiter. Und das ist ein Dilemma, ja? Und darüber können wir heute vielleicht mal sprechen, dass wir heute so sagen, nach dieser aufregenden Woche mit Extinction Rebellion, und das ist ganz wertvoll, ja? Also, denn dass wir jetzt überhaupt schon mal einen vorsichtigen Kontakt mit Extinction Rebellion haben, ist mehr, als wir bisher erreichen konnten. Denn die Gespräche mit dem Orga-Team von Fridays for Future Köln waren mal eine Stunde, wo die jungen Leute kaum richtig zugehört haben und kaum richtig mitdiskutiert haben und so weiter. So nach dem Motto, ach, das ist ja ein bisschen anders, als wir denken und das interessiert uns schon mal gar nicht. Ne? Und so, ja, und wir wollen uns noch nicht mal erklären lassen, wie der Kohlestopp 2026 finanzierbar sein kann. Wir wollen uns noch nicht mal erklären lassen, wie der 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan volkswirtschaftlich durchgerechnet werden kann. Und so weiter, sondern das interessiert uns nicht. Das ist ein bisschen anders als unser Mainstream bei uns intern. Also weg damit, kein Interesse, kein großes Interesse. Ja, und das führt ja dann auch zu Verleumdungen und so weiter, dass man will dann einfach die Next Scientists for Future wegdrängen so und gar nicht argumentieren, gar nicht erst. Und leider ist auch heute von Extinction Rebellion ja keiner der Einladung gefolgt, ne? Sonst von den Leuten, ne? Ja, so viel mein Anfangsstatement, ja? Und wir beginnen reihum wieder mit unserem üblichen 2-Minuten-Rhythmus. Tom, was sagst du zu diesem heutigen vielleicht Thema? So, wie setzen wir um? Wie können wir umsetzen? Naja, da müssen wir einfach noch ein bisschen warten. Also ich bin, wie gesagt, nicht dafür zu betteln um irgendwas. Ja. Mhm. Ich finde auch die, die jetzt im Moment, diese 4 Gruppen, die da jetzt groß rausblasen, ja, kommen ja auch irgendwie 20 Jahre zu spät. Wo waren die denn in Brockdorf? Ja. Wo waren sie denn bei der Stadtbahn West? Ja? Haben sie noch nicht mal im Körbchen gelegen? Ja, jetzt kommen sie nach 30 Jahren Kampf, kommen sie und denken, sie haben die Welt erfunden. Finde ich ja auch ein bisschen witzig, ja. Sind aber komischerweise in den Medien, gell? Naja, im Moment, wissen Sie, wie das halt so ist, Entscheidungsfindung in Gruppen, ja. Im Moment waren Sie mal in den Medien, jetzt sind Sie eine große Gruppe und werden auch ab und zu mal reingenommen mit 2-3 Worten, ja, aber gerade eben im Moment ist Rassismus das Thema und Sie sind eigentlich schon wieder out. So sind die Medien, so sind die Menschen. Deswegen sage ich ja, mit einer Wohlfühlstimme allein, guten Appetit. Ja, aber wir sind uns einig, ich übrigens immer, wenn ich unterbreche, stoppe ich die Uhr gleichzeitig, ja, weil deine Redezeit soll ja weiterlaufen dann nachher. Aber wir sind uns einig, wenn es eine Weltpressekonferenz mit Greta Thunberg, Luisa Neubauer und so weiter, Fridays for Future, Extinction Rebellion und Ende Gelände, wir sind uns einig, dass alle Reporter der Welt dabei wären, wenn so eine Pressekonferenz eingerufen würde und dass dann sozusagen die Botschaft, es gibt eine konstruktive Lösung, rund um die ganze Welt in einer Stunde veröffentlicht wäre. Da sind wir uns hoffentlich einig, oder? Ja, wenn sie denn eine Lösung hätten. Naja, haben Sie denn eine Lösung? Naja, unser Lösungsangebot ist ja ein Gesamtpaket, ne? Mit den 500, also unser Angebot, vielleicht, das habe ich noch nicht vorhin deutlich gemacht in meinem Anfangsstatement, unsere 20 Reformen zielen auf ein volkswirtschaftliches jährliches Plus von 500 Milliarden Euro circa natürlich ab, ja, das heißt plus minus 500 Euro, Milliarden Euro pro Jahr, aus dem heraus wir die ganze Welt neu gestalten können, denn das ist eine Unsumme.
500 Milliarden Euro. Allein der Gesundheitswesen-Etat beträgt nur 370 Milliarden pro Jahr. Ja, also das heißt, wir haben einen riesen Etat pro Jahr, den wir für die Umgestaltung der Welt hätten. Ja, das ist ja das, was Next Scientist for Future anbieten. Also, was ich jetzt ausgerechnet habe, ja, wir bräuchten ungefähr 90 Billiarden Dollar, ja, um nur ansatzweise die Energie zu bekommen, die wir bräuchten, also grüne Energie. Grüne, ja. Grüne Energie, ja. 90 Billiarden. Billionen? Meinst Billiarden. Billiarden. Ja. Das ist ja noch viel mehr. Das sind 1000 mal 90 Billionen. Ja. Aha. Und hallo? Ja. Wir können allerdings, da wir eine Leistung erstellen, ja, also während wir Kraftwerke bauen, können wir auch Geld drucken, weil wir eine Leistung erstellen. Wir können also die Geldmenge erhöhen durch den Kraftwerksbau. Mhm. Ja, es muss nur durchgezogen werden. Aha. Das kannst du uns ja nachher nochmal vorrechnen, wie das gehen könnte. Jetzt ist Silke dran, gell? Ja. Zum Thema Umsetzung, deine Ideen. Ja, danke schön. Ich wollte zum einen mal sagen, dass es, ich weiß nicht, ob du das weißt, von Ökoligenta, von Bobby Lange aus, einen Presseverteiler gibt. Der hat lauter Redaktionen, die sich für den Wandel vielleicht auch interessieren könnten, in seiner Liste, und da kann man gegen ein kleines Entgelt so einen Presseverteiler sich individuell zustellen lassen von ihm und kann dann Pressemitteilungen über ihn versenden. Er ist ja ausgebildeter Journalist und bietet das an, und ich weiß nicht, ob du das schon weißt, auf jeden Fall kam mir das jetzt im Gespräch, weil du sagtest, ihr selber habt noch keinen Zugang, also darüber zu den Medien, das wäre auch eine Möglichkeit, unabhängig von den anderen an die Medien zu kommen. Das war das eine. Ja, das andere ist mit den Alternativen, was haben wir anzubieten und wie können wir das umsetzen? Also ich habe ja ein ganz neues und anderes System entwickelt aus meiner 9-jährigen Zeit, in der ich außerhalb des Systems gelebt habe und überlegt habe, was bräuchte es eigentlich. Und bin da auch auf ein bedingungsvolles Grundeinkommen gekommen, nicht ein bedingungsloses, damit die Leute sich ein bisschen jeden Tag 1,5 bis 2 Stunden einbringen in die Dinge, die einfach notwendig sind zu tun, um damit die Gesellschaft oder die Gemeinschaft, in der die Menschen leben, funktionieren kann. Die Frage, wie wir die Politiker dazu bringen, die Macht abzugeben, das ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Und ich glaube, es kann vielleicht auch dann entstehen, wenn wir sie überzeugen, dass was anderes was Besseres ist. So. Ja, danke schön. Vielleicht an beide, an Tom und Silke. Wenn ihr ganz kurz nochmal beide eure Homepages nennt, damit ihr überhaupt gefunden werden könnt. Ja, also Silke, vielleicht deine Homepage erstmal. Ja, meine Homepage ist anotherworld.site. Also anotherworld, das Englische, klein zusammen und dann einen Punkt und dann S-I-T-E. Genau, super. Und Tom, deine Homepage? www.internationalworkgroup.com. Internationalworkgroup.com, genau. Und öff, deine Homepage noch, damit euch jeder auch finden kann? Ja, gerne. Also meine Homepage ist global-love.eu, also love.eu. Genau. Und
Ich glaube, jetzt ist auch öff dran. Ich werde also nachher, Silke, ich werde eingehen auf bedingungsvolles Grundeinkommen. Wäre auch schön, wenn du das nochmal präzisieren würdest, weil ich habe gerade, wir sind gerade im Weltrat und bei den Next Scientists for Future ein bisschen weitergekommen bei dem Rätsel bedingungsloses Grundeinkommen. Aber du willst ja das bedingungsvolle Grundeinkommen nachher. Und jetzt ist aber erst Jürgen Wagner dran, gell? Und da muss ich, warte, da muss ich die Mikro schon mal ein bisschen leiser stellen. So, dann bitte loszulegen, ja? Ja, danke schön. Also ich versuche mich immer so sehr fokussiert zu verhalten, also immer auf die wichtigste Frage, wie finden kann die bestbegründbare Antwort. Und ich resümiere mal ein bisschen den Stand im Moment auch unserer Telefonkonferenzen. Also wir haben uns da sehr schön ausgetauscht schon über inhaltliche Konzeptstandpunkte, wo es aus meiner Sicht faszinierend richtig ist, also wenn der Weltrat der Weisen sagt, wir brauchen eine Kombination aus Wohlfühlstimme als zentralem Reformmittel auf dem Weg dazu, dass wir am Ende da in den aufgeklärten Bonobo- oder Schenker-Kommunen landen. Und ich habe ein paar zumindest jeder, der möchte, also absolute Freiheit. Jeder darf natürlich auch monogam leben, ne? Aber wer Lust hat, kann in der Bonobo-Kommunismus leben, ne? Ja, genau. Ich hatte in den vergangenen Telefonkonferenzen ein paar Dinge, Aspekte hinzugefügt, dass ich glaube, dass unser Rausfallen aus dem Instinktautomatismus eine ganz wesentliche Weichenstellung dafür auch ist, dass wir so Splittermotive verabsolutieren können oder über das Maß hinaustreiben können, Fressen, Saufen, Sex, Macht und so weiter, was mit Instinktautomatismus so einfach gar nicht möglich wäre. Und was dann durch das Eintreten des immer anonymer werdenden Marktes der Massen, des Massenaustausches, wo man sich nicht mehr kennt und vertrauen kann, dass das dieses individuelle und splitterhafte Abrechnungssystem immer weiter vorangetrieben hat. Also das waren noch so ein paar Aspekte. Ich habe auch hinzugefügt zu dem praktischen Konzept, dass ich sehr wichtig finde, mit der Wohlfühlstimme auch so einen Notfallknopf zu verbinden, wo man auf eine undemokratische, nicht argumentative Weise diskriminiert wird oder untergebuttert werden soll, weil es das größte Gift für die Demokratie und für eine vernünftige Verantwortungsentwicklung. Egal worum es geht, ob über die Kraftwerke in der Sahara oder hier in Deutschland die Stopp der Kohle. Alle Entscheidungen fallen vernünftig aus, wenn es möglich ist, dass man überhaupt nach Vernunft und Argumenten geht. Und Einzelerfolge bei irgendeinem der einzelnen Themen, solange im Hintergrund, also an der Entscheidungsquelle, dem Wasserhahn, solange es da nicht nach Vernunft und Argumenten geht, wird die Korruption dann immer die nächsten Themen kaputt machen oder Fehlentscheidungen hervorbringen. Ja, das mal dazu. In meinem nächsten Beitrag werde ich dann was dazu sagen noch, wie wir mit freier Argumentekultur die Öffentlichkeitsarbeit bestmöglich vorantreiben können, auch in der Verbindung eben von Extinction Rebellion, Fridays for Future und anderen Bewegungen. Ja, danke schön. Ja, und es ist ja doch ganz toll, dass wir überhaupt jetzt durch dich letztendlich und deine Sanftmütigkeit, die deine Geduld ist mit diesen Menschen, ist viel größer als meine wahrscheinlich sein könnte. Deswegen werde ich auch nicht in dieses Forum gehen, denn ich würde da vielleicht manchmal den Geduldsfaden verlieren. Denn wie gesagt, ich weiß ja nicht, was für eine Horror-E-Mail sozusagen diese eine von Extinction Rebellion da an unsere Professoren geschickt hat, um sie zum Austritt aus dem Weltrat der Weisen zu bewegen. Bei einer Person hat es also geklappt, ja, diese Strategie. Ja, aber da hätte ich dann wahrscheinlich schon den Geduldsfaden verloren, aber so sehe ich es ganz locker. Wir sind jetzt noch 23 Professoren, Doktoren und so weiter und wir brauchen ja nur 5. Ne? Also wir brauchen sowieso in der Praxis nicht mehr als 5 davon. Ne? Aber jetzt will ich also eingehen. Also, ich hoffe, ich erfahre noch mehr gleich über das bedingungsvolle Grundeinkommen. Ja? Da werde ich dann erst dran noch eingehen. Nicht, dass ich dann etwas vorwerfe, einem Konzept, das diesen Punkt gar nicht hat. Aber Ökolingenta, ja, also da ist es halt so, bis jetzt alles mit Bobby Langer, was ich erlebt habe, ist, dass
das, wie Bob Oeckelin Genter arbeitet, ist mein Eindruck, dass wir in 500 Jahren dann das Problem noch nicht gelöst haben. Also ich empfinde es halt, es wäre schön, wenn du da vermitteln könntest und da vielleicht irgendwie was zustande kommt. Aber bis jetzt habe ich immer den Eindruck gehabt, das ist so im Zeitlupen- und Schneckentempo und in 500 Jahren ist man dann vielleicht bei einem Ergebnis. Aber wir stehen eigentlich jetzt direkt an der Schwelle mit Extinction Rebellion, mit Fridays for Future, mit Scientists for Future, könnten wir eigentlich innerhalb von Tagen, Stunden, Wochen, könnten wir die Welt verändern. Ja? Und darum geht es ja auch bei uns, denn nach 52 Jahren wissenschaftlichem Nachdenken ist ja jetzt langsam mal Zeit, dass wir rankommen. Ja? Und dann Jürgen Wagner zu dem, dass der Instinktautomatismus, also ich habe mich natürlich auch jahrzehntelang mit diesem Thema, dass der Mensch so ein relativ instinktbefreites Wesen ist. Also ganz sicher stimmt das, dass dadurch, dass wir ein so extrem großes Großhirn haben, haben wir natürlich quasi, kann dort unheimlich viel Manipuliertheit und Beeinflussbarkeit uns sogar dazu bringen, ganz entgegen unserer natürlichen Anlagen zu handeln. Ja? Wir können unsere Sexualität hundertprozentig unterdrücken. Wir können alles. Aber meine Aussage ist, dass eben die Marktwirtschaft, der Markt mit seinen gewinnbringenden Irrtümern genau uns dazu gebracht hat, die leisen Stimmen unserer inneren Natur nicht mehr hören zu können. Ja? Und deswegen ist für mich, es gibt ja nur ein schlechtes Element in der Welt, die Marktwirtschaft, den Kapitalismus. Alles andere sind für mich Folgeerscheinungen. So, ich glaube, jetzt ist Silke dran, gell? Ist das richtig? War nicht vor mir. Vor mir war doch noch Tom ist vorher. Anders. Tom ist vorher dran, ne? Der Tom. Ja. Genau. Tom. Ja, was soll der Tom jetzt sagen? Haben wir ein Bild? Ja, ich habe alle Bilder. Also such dir doch mal alle eins aus und dann sage ich was dazu. Also mich interessiert am meisten das Bild, für die Zuschauer jetzt hier sichtbar. Das Bild heißt W025 und deshalb. Und deshalb müssen wir endlich was ändern. Er sollte sich anpassen. Wir brauchen mehr Wachstum. Ist er weg? Ja, der hat noch keine Ahnung. Das sind lauter Störche, die den Kopf in den Sand stecken. Was meint er? Was meint der Mann an der Front da mit der Tafel? Was meint er da? Ja, der meint halt die Realwirtschaft, ja. Ja. Die Realwirtschaft hat sich seit 25 Jahren kaum mehr entwickelt. Weder in den USA noch in Europa. Sie ist eigentlich am Niedergehen. Wir haben immer kleinere Firmen praktisch mit immer weniger Leuten, die immer mehr Gewinn erwirtschaften müssen. Ja. Und das hat natürlich zur Folge, dass wir immer weniger Leute in Beschäftigung haben. Ja. Immer weniger Geld befindet sich im Realmarkt, ja, sondern nur noch faule Kredite. Und dagegen müssen wir halt was tun, ja, dann könnten wir halt Kraftwerke bauen. Kraftwerke stellen eine Leistung dar, ja, eine wirtschaftliche Leistung. Und auf diesem Grund kann dann die Geldmenge erhöht werden, ja. Arbeiter können dort beschäftigt werden, ja. Und Geld ist im Pool. Neues Geld, um auch die sogenannte Trivialwirtschaft zu befördern, ja, also der Kauf von Nippes und Nonsens, sag ich mal, ja. Rasenmäher aus Plastik, die selbstständig den Rasen mähen, damit der Eigner im Sonnenstuhl sitzen kann, zum Beispiel, ja. Aber was machen die Verantwortlichen? Die stecken alle den Kopf in den Sand und warten, spitzen und warten es ab, ja. Frei nach dem Motto, es gibt viel zu tun, warten wir es ab.
Ja, danke schön soweit. Und deswegen, ich denke, dass Tom genau mit seinen Einschätzungen auch zur Energiesituation, denke ich, für uns ja alle einen sehr wichtigen Beitrag hat, denn ich habe das ja auch mitgekriegt, gell? Tom, du bist ja auch, deine Familie hatte ja ganz große Verbindungen zu sehr großen Unternehmungen, ja? Also wenn du vielleicht nochmal den Namen dieser Unternehmungen nennst, damit das jedem klar wird, aus welcher Familie der Tom letztendlich stammt, ne? Ja, also Höchst AG. War also fast die ganze Familie beschäftigt. Mein Vater war dort der Betriebsführer. Ich war vorgesehen für die Leitung einer Abwasserreinigungsanlage, die ich selbst mit aufgebaut und verbessert hatte. Ja. Leider wurde dann die Höchst AG praktisch eliminiert. Und ja, so wurde dieses ganze Konzept, das dahinter stand, nämlich auch die Kreislaufchemie, die Höchst tatsächlich geplant hatte, ja, und zwar auf Druck der Grünen, der ersten Grünen und der Joschka Fischer, ja, diesen Druck, der dann aber in der Regierung Schröder verloren ging, ja, der hat eigentlich ausgelöst, dass die Höchst umdachte. Und wäre er bestehen geblieben, wäre dort auch mehr passiert, mehr geschehen. Ja, es ist eine Mahnung an all die Gruppen, die jetzt so aufkommen. Der Druck muss über Jahre hinweg aufrechterhalten werden. Und wenn das jetzt schon so läuft, dass die praktisch Lösungsansätze ablehnen von anderen, wie das in der Gruppenpsychologie halt so ist, ja, und nicht auch da mal neu nachdenken drüber. Ich kann mir vorstellen, wenn diese Kinder dann mal erwachsen sind und im Job stehen, dass sie ganz schnell nachlassen. Was die Politiker aber auch wissen, die wissen das. Ja. Die sagen sich, ach, das geht höchstens 5 Jahre, dann sind die weg. Ja. Dann haben wir die eingekauft. Ja, ja, aber so viel erstmal, ja, also so viel mal zum Hintergrund von Tom, weil das ja, glaube ich, die anderen noch nicht wussten, gell? Ich glaube, ihr anderen wusstet das noch nicht, dass er sozusagen im Hintergrund ja mit so einem Riesenkonzern wie Höchst in Kontakt steht, mehr oder weniger stand. Stand. Ja? Stand, genau. Und Silke, jetzt bin ich mal gespannt, über den Lösungsansatz bedingungsvolles Grundeinkommen vielleicht auch was hören zu können. Ja, ja gerne. Ja, also ich greife nochmal zurück zum Ursprung. Der Ursprung liegt eigentlich in den spirituellen Traditionen, wie zum Beispiel Yoga. Und zwar gibt es da das Karma-Yoga. Das heißt, dass man wenigstens 1,5 Stunden am Tag irgendwas tut für die Yoga-Gemeinschaft, sage ich jetzt mal. Dass man da was wir als Arbeit bezeichnen, also für mich ist ja Arbeit eigentlich Tausch von Dienstleistung oder Ware gegen Geld. Also ich meine jetzt nicht Arbeit in diesem Sinne, sondern dass man sich einfach einbringt, eine produktive Tätigkeit ausübt. Also das ist die Erklärung, warum 1,5 Stunden Minimum. Und ich sage eben 1,5 bis 2. Bei diesem bedingungsvollen Grundeinkommen, dass die Leute 1.000 Euro im Monat bekommen, plus die Versicherungen, die gesetzlich vorgeschrieben sind, wie Krankenversicherung und Pflegeversicherung zum Beispiel. Und dass sie dann ganz kurze Frage, Zwischenfrage. Also ja? Übrigens, wir würden sogar, in unserem Modell wäre sogar noch eine Rechtsschutzversicherung drin, damit die Bürger auch dann rechtlich eine Schutzkraft haben sozusagen. Aber wäre das bedingungslose Einkommen ab der Geburt? Das bedingungsvolle Grundeinkommen. 100. Was? Ich habe für Kinder habe ich gedacht 500 Euro.
im Monat. Bis wann? Kind. Bis wann? Bis 18. Ah ja, 500 Euro. Alles aber klar. Weiter, mach ruhig. Da könnte man noch sehen, dass ein Jugendlicher vielleicht 750 dann bekommt oder so. Ja. Zum Beispiel, das müsste man dann mal genauer betrachten, wie viel braucht denn ein Jugendlicher? Der braucht natürlich mehr, weil er Markenklamotten haben muss, sozusagen, in Anführungszeichen. Konsumterror. Also das könnte man dann gucken, ob zwischen 14 und 18 vielleicht 750 Euro gibt, ja. Da könnte man mal gucken. Also das Detail, also dieses Detail habe ich in der Tat noch nicht ganz so ausführlich ausgearbeitet. Es geht mir jetzt erstmal darum, anzufangen, das im Kleinen umzusetzen. Und also das sind die Leute kriegen 1000 Euro. Das ist für mich sehr wichtig, dass sie befreit sind von dieser Notwendigkeit der bisherigen für ein Dach über dem Kopf und für Essen und Kleidung, für den Lebensunterhalt zu sorgen und dafür arbeiten zu gehen, und zwar bei Firmen, bei denen sie vielleicht normalerweise gar nicht arbeiten würden, also um die Firmen, die das System eigentlich aufrechterhalten, anstatt was Neues zu kreieren, was in eine andere und positive ökologisch-soziale Richtung geht. Ja, danke schön. Und ich glaube, jetzt müsste Jürgen Wagner dran sein, ne? Öff. Ja, danke schön. Ich hatte im ersten Beitrag schon gesagt, dass wir einige Standpunkte haben, die wir für ein richtiges Konzept halten. Und dass die Frage ist, wie kommen wir damit aber durch, also in die öffentliche Diskussion und zu entsprechender Umsetzung in Entscheidungen. Ja, vielleicht erstmal zu Extinction Rebellion und Scientists for Future durch, ne? Ja, zu alledem, genau. Aber ich sehe für alle das jetzt die wichtigste Frage dann, wie erreichen wir, dass die vernünftigen Standpunkte auch durchkommen? Also die Kombination dann von Wohlfühlstimme, ich füge zu, Notfallknopf gegen nicht argumentative Diskriminierung und die Perspektive der aufgeklärten Bonobo- oder Schenker-Kommune halte ich für ziemlich unschlagbar als Ansatz, um die Menschen von jetzt abzuholen, wo sie sehr auf ihre kurzsichtigen Augenblicksinteressen fokussiert sind und ihnen den Blick auf ein echtes und längerfristiges Wohlergehen zu öffnen und dann eben das auch zu einem ganzheitlichen Lebenskonzept eben besagten Bonobo- oder Schenker-Kommunen werden zu lassen. Unschlagbar, aber wie kommen wir damit durch? Da vor dem Problem stehen wir, hast du ja beschrieben, Dylan, dann auch mit der Frage, wie erreicht man die Gesprächs- und Diskussionsoffenheit in der Gesellschaft? Und da denke ich eben, es kann gut sein, natürlich irgendwelche Bewegungen, die jetzt schon, ich sag mal, Megafone, Medienmegafone verfügbar haben, wie Fridays for Future, teilweise auch Extinction Rebellion, die mit verwenden zu können. Aber wir müssen eben aufpassen, ich habe schon gesagt, das wären dann Hilfswerkzeuge, um öffentlich damit durchzukommen, dass wir aber die Durchsetzungslogik insgesamt umschalten müssen. Nämlich, dass es wirklich zur selbstverständlichen Regel im gesellschaftlichen Ablauf wird, dass nicht danach geguckt wird, wer hat das dickere Megafon, sondern wer hat die besseren Argumente. Also die freie Argumentekultur. Denn sonst wird es so sein, nehmen wir an, Fridays for Future macht mit uns die Pressekonferenz, und wir sagen, hier, liebe Gesellschaft, jetzt sind wir doch mal durchgekommen, jetzt haben wir euch unsere Argumente auf den Tisch legen können. Unser Megafon war stark genug, dass im nächsten Moment, was weiß ich, Bill Gates und Mark Zuckerberg und Politiker, Macron oder wie auch immer, sich zusammentun und sagen, hey, Edgy, wir kommen jetzt mit einem noch viel dickeren Megafon und dann werdet ihr wieder nicht mehr gehört und könnt wieder untergebuttert werden. Und wenn wir dann eben gesagt haben, ja, es soll ja nach der Größe des Megafons geben, wenn die sagen, ja, jetzt schweigt Stille, weil ihr habt ja akzeptiert, dass das Durchsetzungsmittel ist. Deshalb können aus meiner Sicht sowas wie die Medienmegafone und so nur Hilfswerkzeuge sein, um das selbstverständliche Gesetz oder die Regel der Umgangsform oder der Durchsetzungslogik durchzubekommen, dass es nur nach Argumentequalität gehen soll. Ja, danke schön soweit. Ja, das ist natürlich eine Gefahr, aber ich sag mal so, ohne Extinction Rebellion und ohne Fridays for Future sehe ich halt noch viel weniger Chancen als mit. Also, aber natürlich gibt es keine Garantie, dass wir dann durch sind, sozusagen. Gibt es natürlich nicht. Im nächsten Beitrag beschreibe ich dann mal ein paar Möglichkeiten, die ihr im Moment jetzt noch, glaube ich, noch nicht so seht.
wie man Extinction Rebellion und Fridays for Future und die Scientists verwenden könnte. Also wenn wir da, wenn wir es schaffen, kreativ, sehr kreativ mit den Dingen umzugehen. Ja. Und dann ist jetzt, glaube ich, bin ich wieder dran, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich werde gucken, ob ich es schaffe. Also schaut euch mal das Bild im Geiste an, wenigstens, oder wenn ihr es vor euch habt, diese Normalverteilung. Bild 3, Normalverteilung, JPG, wer es vor sich hat. Falls ich dazu komme, schon zum bedingungslosen Grundeinkommen, bedingungsvollen Grundeinkommen. Wenn nicht, mache ich das dann in der nächsten Runde. Also, ich fange mal an. Ich muss aber erst die volkswirtschaftliche Rechnung vorrechnen. Also, meine Devise lautet immer, ich muss einem Menschen, mit dem ich verhandle, muss ich erst einmal sagen, was seine Gewinne und Vorteile sind, sonst kann er mir ja gar nicht zuhören. Wenn ich nur darüber rede, was meine eigenen Gewinne sein sollen, dann hört er mir nicht zu. Ja? Und deswegen, das Schwierigste zu Verstehende ist, dass wir ihm 500 Milliarden Euro volkswirtschaftlichen Reingewinn pro Jahr, also 0,5 Billionen Euro pro Jahr anbieten. Woher kommen diese Gelder? Ich mache es nur an einem einzigen Beispiel. Im Moment lassen wir zu, dass unsere Ernährungsindustrie ganze Armeen von Mitarbeitern in Unternehmen krank ernährt mit zu viel Zucker, zu viel Salz, zu viel Transfetten. Und die Konsumsucht führt dazu, dass die Leute zu viel Alkohol trinken, zu viel Zigaretten, zu viel Drogen zu sich nehmen und zu viel medizinische Drogen zu sich nehmen. Das führt zu ungeheuren Gesundheitsschäden, die in der Wirtschaft riesige Schäden anrichten, die bis auf 118 Milliarden pro Jahr beziffert werden. Und wir haben den riesigen volkswirtschaftlichen Schaden, dass wir jedes Jahr 370 Milliarden Euro ausgeben im Gesundheitswesen für die Verwaltung dieser chronischen Krankheiten, die daraus entstehen. Wenn wir alles auf Gesundheitsförderung umstellen, weil der Lebensmittelhändler dann am meisten Geld kriegt, wenn ich nie krank werde sozusagen, dann wird dadurch, werden wir allein in diesem Bereich 200 Milliarden pro Jahr einsparen können, 300 Milliarden pro Jahr einsparen können. Und wir haben ja noch 20 weitere Reformen, wo wir dann die restlichen Milliarden einsparen können. Denn diese Verschwendung durch den Kapitalismus ist überall noch viel stärker. Und dazu kommt jetzt dann noch zu den 500 Milliarden Euro pro Jahr plus, kommen 127 gesunde Lebensjahre, 10 bis 20 Mal mehr Lebenslust und Lebensfreude. Ja, und das ist doch ein Angebotspaket. Und nur wenn man so ein Angebotspaket hat, hört einem die andere Seite zu und sagt dann, ja, und was wollt ihr jetzt dafür? Naja, wir wollen zum Beispiel, dass die Bürger die Macht bekommen, die Wohlfühlstimme zum Beispiel. Ja? Und so, nur so kann eine Verhandlung laufen. Das ist ein Argument, ja. Und ich würde dann auch noch dem Bill Gates und dem Mark Zuckerberg unsere Bonobo-Kommunismus-Kommunen sozusagen schmackhaft machen und sie dazu dann einladen, wenn es soweit dann ist, ne? Und leider muss ich das mit dem bedingungsvollen Grundeinkommen nachher machen. Meine Zeit ist nämlich schon wieder um. Und ich glaube, Tom ist dran, ne? Was sagst du, Tom, auch zu diesen, wie man mit den Leuten reden muss? Muss man ihnen was anbieten oder wie können wir was erreichen? Naja, ab und zu muss man mal seinen Fuß tief in den Hintern bohren und dann wieder den Nacken kraulen. Das ist das, ja. Eine Kombination aus beidem zur rechten Zeit. Was soll ich dazu sagen? So ist es halt mit den Menschen, ja. Zunächst müssen wir es erstmal ausbilden und umformen. Sind ja total verdreht, ja. Und das Wissen ist denkbar, ja, low. Technisches Wissen und so weiter. Ist ja nur unter Technikern vorhanden. Der Rest der Kommune, der weiß ja nichts über Wasserstoff. Und, obwohl es ganz einfach ist, wurde ja in der Grundschule gelehrt, ja, aber die Umsetzung und dann die ganzen Zahlen, ja, was für Zahlen? Ich kann ja mal zahlen, wie komme ich überhaupt auf diese 90 Billiarden Dollar, ja? Ja, wir haben einen Bedarf in den nächsten Jahren von 102.000
Terawattstunden pro Tag auf der Welt an Energie. Ja, gell? Da schaut mal, was ist das überhaupt, ja? Was ist ein 102,3000 Terawattstunden pro Tag? Was ist das für ein Energiebedarf? Ja, das ist eine gigantische Menge. Ja. Und deswegen, das teilen wir dann mal durch 584 Gigawatt, glaube ich, so viel produziert Nord in Marokko. Das ist ein großes solarthermisches Kraftwerk. Das hat 2,2 Milliarden Euro gekostet. Und so kommt man dann auf den Gesamtbetrag von 90 Billiarden in etwa abgerundet. In etwa 90 Billiarden Dollar für eine grüne Energieversorgung, die wir aufwenden müssen. Und wir müssen natürlich das Zeug bauen und dafür brauchen wir Arbeiter. Mhm, ja, ja. Das heißt, wir brauchen sehr oft diese, also das, die 500 Milliarden pro Jahr sind ja nur für Deutschland. Für Europa wäre das ja viel mehr und für die ganze Welt wäre das ja noch viel mehr. Aber wir brauchen also für Deutschland diese 500 Milliarden viele Jahre lang, um die vollständige Energie. Denn Ulrike Herrmann sagt ja auch immer, wenn wir jetzt hier sozusagen, wir, im Moment sieht sie es nicht, das ist die Frau von der Taz, sieht sie es nicht für möglich an, Deutschland allein mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Ja? Und, nein, das geht nicht. Das geht nicht. Unter diesen Umständen auf keinen Fall. Ja, und deswegen brauchen wir die... Wir brauchen diese 500 Milliarden, müssen wir auf die ganze Welt hochrechnen und dann brauchen wir das wahrscheinlich ein paar Jahre lang, bis wir diese Billiarden voll haben und den Umbau geschafft hatten. Ja? Das wäre, und das ist ja auch unsere Kalkulation, dass das eben nicht nur Deutschland macht, sondern dann nach und nach der Rest der Welt genauso macht. Und dann, wenn die USA dann zum Beispiel 1,5 Billionen Dollar pro Jahr plus macht, dann kann sie davon die solarthermischen Anlagen bauen zum Beispiel. Ja, das ist ja unser Konzept. Ja, danke schön für diese Runde. Jetzt ist, glaube ich, wieder Silke dran, gell? Ist es richtig? Ja. Ja, richtig. Ja, also ich wollte zu dem vorhin nochmal sagen, zu dem System mit dem bedingungsvollen Grundeinkommen, dass also diese 1,5-2 Stunden Arbeit pro Tag vorgesehen sind an 5 Tagen die Woche. Also es gibt auch ein Wochenende. Und dass ich eben davon ausgehe, dass ungefähr 2 Stunden pro Tag die Leute ihrem leiblich-seelisch-geistigen Gleichgewicht widmen. Und zwar entweder durch eine spirituelle Praxis oder durch Bewegung, also ich habe auch den Ansatz, dass ich schaue, wo kommen die Krankheiten her. Und die meisten Krankheiten rühren einmal von falscher Ernährung her, wie du es ja auch gesagt hast, und von mangelnder Bewegung. Und dass sich die Menschen eben jeden Tag am besten gleich 1-2 Stunden bewegen, spazieren gehen, Fahrrad fahren. Dadurch bräuchten wir auch viel weniger Autofahrten, wenn die Leute allein zu ihrer Arbeitsstelle wo sie dann eben nur die 1,5-2 Stunden irgendwas tun, hinfahren würden und sich wir bewegen ja zuletzt, würden, bräuchte zuletzt fast keine Autos mehr. Wir hatten ja zuletzt den Dr. Unterweger zu Gast, der das realisiert hat, wovon ich früher immer geträumt habe, nämlich ein Tretauto, das mit Batterieunterstützung fährt noch, ja, damit wir uns auch bewegen. Ja, mach weiter, deine Zeit läuft jetzt erst weiter. Ja, okay. Also das, ich habe diesen sehr stark gesundheitlichen Ansatz. Also das System ist so ausgerichtet, dass die Menschen bis ins hohe Alter gesund bleiben können. Also dadurch, dass sie sich eben viel bewegen jeden Tag nach Möglichkeit. Ne? Also es ist natürlich freiwillig, aber wenn die Menschen einsehen, dass sie dadurch Krankheiten vermeiden, also auch Arthrose ist ja auch so eine Krankheit, wo man sagt, da kann man viel durch Bewegung auch heilen. Also wenn die Leute dann wissen, sie bleiben gesund dadurch, dass sie sich bewegen und haben keine Schmerzen, dann ist das natürlich viel besser.
Und was wollte ich noch sagen? Genau, wie kann man mit Leuten reden? Wie kann man sie überzeugen? Das ist eine gute Frage. Sie überzeugen, dass sie einfach gesünder leben können, sie selber, und dass es für die Umwelt dann auch besser ist. Und mein Ansatz geht also jetzt mit Maschinen dahin, dass wir einfach weniger Maschinen benutzen insgesamt. Aha. Gut, darauf werde ich alles versuchen, darauf einzugehen. Hoffentlich kriege ich das nachher dann in der Zeit unter. Aber jetzt ist nämlich erstmal öff dran, wenn ich mich nicht irre. Ihr müsst mir immer helfen. Ja, danke schön. Also ich vorhin schon angedeutet hatte, dass wir uns nicht zu sehr jetzt in Einzelstandpunkten immer wieder verlieren. Das ist richtig, dieser Splitter stimmt und das wäre was Gutes. Weil der Zusammenhang all der Aspekte erzeugt dann zum Teil andere Bilder. Also ich nenne mal als Beispiel, inwiefern brauchen wir die vielen Billiarden, weil der Energieverbrauch wird so hoch sein. Das setzt ja voraus, dass wir weiter so mit dieser Mentalität quasi leben wie jetzt. Während Dylan oft ja schon beschrieben hat, wenn wir immer mehr dazu übergehen würden, unsere wahren Bedürfnisse darin zu sehen, so in so einer aufgeklärten Bonobo-Kommune zu leben, dann hätten wir die ganzen Ersatzbedürfnisse, auch energiebedürftigen Ersatzbedürfnisse gar nicht, weil zum Beispiel ausgefülltes Sexualleben höher eingestuft würde überhaupt als äußerer Konsum. Konsum an Dingen, an Gütern, Dienstleistungen und so weiter. Darf ich gerade mal so unterbrechen? Quasi unser Konzept beinhaltet ja, dass wir von der Konsumsucht loskommen und 80% das, was wir im Moment an Energie verbrauchen, gar nicht mehr verbrauchen würden. Also insofern, das Zusammenspiel der Aspekte möglich zu machen, wird ein Schlüssel sein, um auch in den Einzelaspekten dann Knoten lösen zu können. Aber damit die Aspekte im Zusammenhang richtig zur Wirkung kommen, muss mal der Blick der Menschheit sich öffnen. Wir sind die denkenden Tiere, wir müssen gemeinsam wirklich jetzt mal unser Denken einschalten. Und das heißt eben auch, die Durchsetzungslogik muss es sein, statt Recht des Stärkeren setzt sich das bessere Argument durch. Kriegen wir die andere Kultur hin, kriegen wir nicht nur unsere richtigen Standpunkte dann endlich durch, wie jetzt die Kombination von Wohlfühlstimme, Notfallknopf und Bonobo-Kommune, sondern wir sehen auch, welche Aspekte sind überhaupt wie entscheidend und was wird sich durch das Zusammenspiel dann auch korrigieren oder welche Knoten werden sich da schon erleichtern. Und damit bleiben wir dabei. Wir sollten nicht zu sehr jetzt wieder 1000 Einzelaspekte, 100 Bücher draus machen, sondern wirklich mal überlegen, wie kommen wir dahin, dass das Bessere auch wirklich zur Geltung kommt. Da hatte ich schon gesagt, es ist wichtig zu schauen, nicht nur wer hat das größere Megafon, auch was die Medien angeht, sondern dass dann mit diesen Megafonen auch rauskommt, wir stellen es jetzt um. In Zukunft geht es gar nicht mehr danach, wer das größere Megafon hat, sondern wer Recht hat, auch wenn seine Stimme leise ist oder auch wenn sie von Unterbutterung bedroht ist. Und da gäbe es noch viele Möglichkeiten, dass wir dann den Leuten anbieten, was für sie eben wirklich auch attraktiv ist, um bei dieser anderen Kultur mitzumachen und verschiedenste Initiativen miteinander zu koppeln, auch eben Extinction Rebellion, Fridays for Future. Und dazu sage ich dann aber doch die Details im nächsten Part. Ja, danke schön, ja. Und ich glaube, wenn ich richtig bin, bin ich wieder dran, gell? Ja, ja. Und ich will jetzt auf Silke eingehen, weil ich würde gerne Silke gewinnen dafür, dass der individualistische Weg eben auch einige Nachteile hat. Also, ich leg mal los. Silke, gegen eine Lebensmittelindustrie, die sich in den letzten Jahrzehnten in eine rasend schnell, immer schneller die Bevölkerung krank machende Industrie verwandelt hat, dagegen sich kerngesund zu ernähren, wird zunehmend unmöglicher, weil auch die sogenannte biologische Landwirtschaft ja immer mehr auch in den ganzen Giftnebel verwoben ist, der die ganze landwirtschaftlichen Regionen überspannt und so weiter. Also es wird alles immer schwieriger werden, überhaupt noch halbwegs gesund sich zu ernähren. Deswegen brauchen wir die staatliche Lösung. Ja, also sozusagen. Das wäre der erste Hinweis. Dann zum bedingungsvollen Grundeinkommen. Erst einmal, ich habe so verstanden, dass du auch schon relativ schnell auf die 3 Stunden pro Tag, auf die wir ja auch im Bonobo-Kommunismus am Ende hinwollen,
Da ist aber ein leichtes Problem da drin. Wenn wir zu früh, bevor, wenn also die anderen Länder noch kapitalistisch sind und kriegslüstern sind und wir gehen jetzt zum Beispiel zu früh auf 3 Stunden pro Tag bonobo-kommunistische Arbeitszeit runter, dann verlieren wir unsere militärische Verteidigungskraft und es kann uns gehen wie den nordamerikanischen Indianern, die ja, was uns ja oft nicht mehr klar ist, das war ein europäischer Eroberungskrieg gegen Nordamerika und Südamerika. Ganz Europa bis nach Portugal runter hat Amerika erobert und hat die Ureinwohner abgeschlachtet, ermordet und hat sich selbst da reingesetzt, sozusagen. Und das ist typisch Kapitalismus, typisch Marktwirtschaft, ja? Und das wird uns selber passieren. Irgendwann, die Chinesen werden uns erobern oder die Inder oder die Russen oder die Nordamerikaner werden Europa abschlachten und dann neu besetzen, ja? Weil die Welt so ist und so lange müssen wir leider noch wahrscheinlich circa 8 Stunden am Tag arbeiten, um unsere technologische Wehrfähigkeit noch zu erhalten. Denn der Kapitalismus ist angriffslustig. Ja? Und jederzeit zum Angriff bereit. Saddam Hussein ist gestorben und viele Iraker und Gaddafi ist gestorben und viele Libyer und so weiter. Also wir dürfen als Naturwissenschaftler die Gefahren nicht unterschätzen, die da mit einem Wandel drin sind. Also und aufs bedingungsvolle Grundeinkommen selbst und dessen Gefahren gehe ich ein in der nächsten Runde. Ne? Wer ist nach mir dran? Tom, ne? Was haben wir denn für ein Bild? Ja, was du magst. Such doch mal wieder eins aus und dann sage ich was dazu. Also ich sehe hier gerade von dir einmal, was ich nicht verstehe, die Bank an deiner Seite oder an ihrer Seite. Die Bank. Okay, machen wir mal die Bank. Ja, die Bank an ihrer Seite, das ist ja so ein Slogan. Wir wollen jetzt nicht öffentlich nennen, die diesen Slogan betreibt. Das darf man, glaube ich, nicht. Sollte man auch nicht, ne? Aber wir sehen halt, die Hand ist in der Tasche. Wir gehen ein Stück des Weges zusammen und die Hand der Bank ist ständig in der Tasche des Schaffenden. Ja. Dazu gehört eigentlich auch der gute Aristoteles, aber die Bank an ihrer Seite. Wells Fargo, eine der größten Banken in Amerika, hat jetzt zum ersten Mal zugegeben, dass sie schon wieder ein Loch in der Kasse haben. Die Allgemeinheit dort in Amerika geht davon aus, dass es bei den anderen Banken nicht anders aussieht. Auch bei der Deutschen Bank, die muss ja auch schon wieder umstrukturieren. Das schöne Wort für Leute rauswerfen. Ja, und deswegen bräuchten wir ja eigentlich ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil wir haben ja bald gar keine Beschäftigten mehr in der Industrie und in der Dienstleistung, ja, sondern nur noch Arbeitslose. Und die müssen wir ja auch irgendwie versorgen, aber wir sollten auch drüber nachdenken, wer soll denn das alles bezahlen, wenn Leute nur noch 3 Stunden arbeiten am Tag. Ja, das Geld muss ja erwirtschaftet werden. So ist es halt in der. Ja, vor allem solange die kapitalistische Konkurrenz außenrum in der Welt ja noch gnadenlose Wirtschafts- und Handelskriege und auch militärische Kriege uns androht, solange müssen wir noch wirtschaftlich eben durchaus stabil sein. Ja, noch viel mehr. Der Erdogan hat jetzt angekündigt, dass er mit Syrien, glaube ich, oder was, will er schon wieder die Ressourcen ausbeuten, ja. Übrigens auch ein Merkmal. Trump wollte Alaska freigeben zur Ausbeutung. Das hat er aber nicht durchgekriegt, Gott sei Dank. Und der gute Bolsonaro, der beutet ja sein Land auch gnadenlos aus. Also müssen wir da schon irgendwie international tätig werden. Wir müssen die überzeugen. Jetzt hoffe ich erstmal, dass der Trump wegkommt. Das wäre mal ein erstes Signal.
Ja, meine Redezeit ist zu Ende. Ja, ja, genau. Wir müssen sie nämlich alle überzeugen, denn solange es noch ein kapitalistisches Großland auf der Erde gibt, kann das die anderen immer angreifen, wenn die auch nur einen Millimeter zurückweichen und nicht mehr technologisch nicht mehr in der Lage sich sind zu schützen, sozusagen, ja. Und ja, und jetzt ist, glaube ich, aber Silke dran. Und wie gesagt, ich kann erst nachher in der nächsten Runde dann nochmal auf das bedingungsvolle Grundeinkommen eingehen. Silke, du hast das Wort, ne? Ja, danke schön. Also ich wollte sagen, ich denke vollkommen außerhalb dieser Strukturen, weil ich selber ein Jahr lang also ohne Geld gelebt habe. Und das habe ich auch, weil ich mir eigentlich tief im innersten Herzen eine Welt ohne Geld wünsche. Und ich sehe auch, das wäre alles überhaupt kein Problem, wenn alles kostenlos wäre. Ich sehe da auch überhaupt keinen Hinderungsgrund. Der einzige Hinderungsgrund ist, dass es Menschen gibt, die noch an diesen Zahlen festhalten, die irgendwo auf irgendwelchen Papieren oder im Computer stehen. Ich sehe Arbeit an sich als zerstörerisch an, in den meisten Fällen. Also wenn wir mal angucken, was tun Menschen, wofür sie Geld bekommen und gucken da genau hin. Also es gibt nur ganz, ganz wenig Tätigkeiten, die aufbauend sind und nicht gleichzeitig zerstören. Also selbst wenn jemand ein Haus baut, dann zerstört es Lebensraum von Tieren und Pflanzen. Bei Straßen ist es genauso, also was eigentlich eine aufbauende Tätigkeit ist. Die meisten Arbeiten, die verrichtet werden, sind einfach zerstörerisch und da möchte ich also wirklich darauf hinweisen und deshalb bin ich überhaupt nicht dafür, dass weiterhin 8 Stunden gearbeitet werden, vor allen Dingen auch nicht... Silke, wir müssen kurz unterbrechen, wir haben ein kleines technisches Problem. Merk dir gerade, wo du dran bist. Ich muss gerade mal für eine Sekunde hier ausschalten und wieder einschalten. Okay. So, hört ihr mich jetzt wieder gut? Ja. Und bei mir ist der Ton gut. Silke, ich höre dich auch wieder gut. Merk dir, okay. wo du warst und wiederhol noch mal ein bisschen, denn die letzten Sekunden sind verrauscht. Also setz noch mal ein bisschen früher an. Die letzten 10, 20 Sekunden sind verrauscht. Also wiederhol das noch mal, ja? Ja, also ich gehe eben aus. Ich habe einfach geschaut, was arbeiten die Menschen, wofür bekommen sie Geld? Und wenn man da ganz genau hinschaut und es unter dem ökologischen und sozialen Aspekt betrachtet, dann wird man, ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass die meisten Arbeiten zerstörerisch sind in irgendeiner Form. Irgendwas zerstören. Und das wollen wir eigentlich gar nicht. Wir wollen ja bewahren. Und deshalb bin ich nicht dafür, weiterhin 8 Stunden am Tag zu arbeiten, auch weil es in Burnout mündet. Also ich bin selber betroffen davon und kenne viele andere, die betroffen sind. Und deshalb lehne ich das System auch ab in der Form, wie es ist, weil es die Leute in Burnout führt, weil es zu lange ist, wie gearbeitet wird und dass die unsere eigenen Lebensgrundlagen eigentlich zerstört. Ich bin auch dafür, vollkommen jenseits von Profit zu denken. Für mich geht es in Zukunft gar nicht mehr darum, dass eine Firma Profit macht, sondern eine Firma wird Dienstleister sein für die Menschen und ohne Profit wirtschaften und das, was ein bisschen übrig bleibt, in die eigene Firma wieder rein investieren. Die gnadenlose Ausbeutung, das sehe ich auch so und darum geht's, glaube ich, auch, damit komplett aufzuhören und den Wert zu sehen in der Natur, den unerschöpflichen Wert für uns Menschen und die Natur einfach zu bewahren. Ich glaube, das wird Ziel sein, auch dem, was wir erreichen wollen. So, jetzt, das ist das, was, ja. Ja, danke schön. Ich hoffe, dass das alles jetzt gut drauf ist und gut zu hören sein wird.
Und ich werde darauf eingehen, also ich habe nur so einen Satz, Silke, du siehst also keine militärische Gefährdetheit Europas durch China, Indien, USA oder Russland und so weiter. Du siehst quasi keine militärische Gefahr, dass wir da eventuell genauso abgeschlachtet werden könnten wie der Irak und Saddam Hussein. Das siehst du, aber darüber sollten wir dann nächste Runde reden. Wer ist dran? Öff, meines Wissens, oder? Ja, genau. Dankeschön. Ich sage nur kurz zu dem, was ihr zwischendurch gesagt habt. Ich sehe schon, dass wir einfach unvermeidlicherweise, ich bin jetzt bei der Frage eben, womit können wir die Leute ködern quasi oder wie können wir ihnen das attraktiv machen, erstmal nach Vernunft überhaupt zu gehen und dann nach den richtigen Ergebnissen dabei rauskommen würden, wie wohl für Stimme und Bonobo-Kommune. Wie können wir ihnen das attraktiv machen? Und da haben wir tatsächlich aus meiner Sicht, es ist unvermeidlich, dass wir in einer Stufenfolge der Anreize oder der Attraktivitätsempfindungen arbeiten. Denn zwar wäre es aus meiner Sicht so, dass man sagen könnte, wir sind doch die denkenden Tiere, dass wir endlich frei sind fürs richtige Denken, ist doch unsere höchste Wesenserfüllung, das ist doch das Attraktivste. Und da müssten doch eigentlich alle begeistert gleich kommen und in diesen Zukunftszustand springen wollen. Wollen sie nicht. Also weil sie alle so suchtkrank sind in der Gesellschaft. Deshalb ist mir völlig klar, dass man jetzt zum Beispiel bei Fridays for Future und Extinction Rebellion ein Stück weit dann mit solchen Dingen kommen muss wie Kohlestopp 2026 oder so und so viele Milliarden stehen dann zur Verfügung für Umstrukturierung, ökologische Umstrukturierung. Und gegenüber den, wie du es immer nennst, Milliardärskönigen, Dylan, muss man kommen mit, also wenn ihr euch überlegt, ist das nicht viel schöner, wenn ihr in so einer Kommune lebt, ihr habt ein viel angenehmeres soziales Leben, ausgefülltes Sexualleben, ihr könnt 127 Jahre alt werden. Leider ist es so, dass den Menschen nicht das erfüllte Vernunftleben, sondern diese anderen Aspekte sind eher dann erstmal Köder oder Attraktivitätsfaktoren, die sie anziehen können. Aber man kann tatsächlich mit diesem Weg arbeiten und in Schritten sich das Ganze vorstellen. Und das eine ist, und da komme ich auf Silke zurück, also ich lebe ja seit 30 Jahren ohne Geld und ohne Staat noch mit, also ohne Papiere und so weiter. Ich denke, natürlich ist es schon wertvoll, den Endzustand, den angestrebten Endzielzustand schon jetzt auch modellhaft vorzuleben, weil das ist natürlich etwas, wo man zeigen will, das ist wirklich auch schön und erstrebenswert. Wenn jemand sagt, wir sollten unsere Ziele nicht heute auch schon versuchen, modellhaft zu leben, will der diese Ziele dann? Und insofern Bonobo-Kommunen auch für die Milliardäre und für die Scientists for Future und so weiter, das brauchen wir und können wir machen. Aber wie können wir sie sonst noch in ein Zusammenspiel bringen? Auch andere Initiativen, die wir meist nicht so im Blick haben, dazu sage ich dann im nächsten Beitrag. Ja, vielleicht nur ganz kurz die Bemerkung, dass ich selbst natürlich auch Kommunen aufgebaut hatte, ganz teure, das hat mich selbst von meinen eigenen früheren Einnahmen auch so, glaube ich, 400.000 Euro gekostet, eine Kommune in Wiesbaden groß aufgebaut und dort haben wir auch Ansätze der Glückseligkeit des wahren menschlichen Lebens erleben dürfen, aber natürlich macht die Außenwelt mit aller Gewalt, kämpft sie dagegen, ja, weil das ja etwas ist, da war freie Liebe, ja, das war quasi da war freie Sexualität und das ist natürlich für den Rest der Gesellschaft im jetzigen kapitalistischen Standpunkt ist das Teufels sozusagen, ja, und wir wurden da natürlich entsprechend bekämpft. Und aber jetzt zu Silke, bedingungsvolles Grundeinkommen, 500 Euro für das Neugeborene. Jetzt kommen wir auf etwas ganz, ich bin jetzt auf dem Bild Normalverteilung. Jetzt muss ich etwas sagen, was den meisten Leuten total weh tut, weil wir da alle in einer Welt des Irrtums leben. Ja? Die meisten Menschen denken, dass alle Menschen gleich seien. Dass alle Menschen Genies seien. Und dass es keine Rolle spielt, welche Kinder geboren werden und welche nicht, weil sie ja alle im Prinzip, wenn wir die richtige Bildung ansetzen, Genies sein können und geniale Mithelfer in der Gesellschaft sein können. Die Naturwissenschaft hat aber Millionen Beweise dafür geliefert, dass es genau andersrum ist. Die Evolution ist eine Mechanik,
mit dem der DNS und mit dem Genom, das in uns ist, das grundsätzlich immer Ungleichheit generiert. Ja, das heißt, die Evolution ist eine Sache, kein Kind entspricht oder stellt den direkten Durchschnitt aus Vater und Mutter dar, sondern immer ist es irgendwie ein bisschen anders, weil die Evolution immer Ungleichheit braucht. Und wenn es nur das Immunsystem ist, das neu sein muss und anders sein muss, damit die neuen Viren und Bakterien wieder spielend abgewehrt werden können, wie das normalerweise unsere Immunsysteme machen. Ja, also wir brauchen ständige Ungleichheit. Und da eben die Ungleichheit das Wesen der Evolution ist und da alle Menschen auch Bildung, also intelligenzmäßig immer grundsätzlich unterschiedlich sein müssen, müssen wir auch darauf achten, wer in der Gesellschaft die Kinder bekommt und so weiter. Und das werde ich im nächsten Beitrag dann schildern, was daran das Problem ist. Und wenn ich dann 500 Euro als Kindergeld zahle, dann weiß ich nicht, wer dann die Kinder bekommt, ne? Weil das ist ein verführerischer Anreiz, ne? Also, aber das in der nächsten Runde, ne? So, jetzt ist dran Tom, ne? Ja, was haben wir denn für ein Bildchen? Haben wir noch eins? Ja, Sekunde, ich habe noch mehrere von dir. Augenblick. Ich glaube, ich muss mir wirklich eine neue Steckerkupplung kaufen. Da fängt es immer wieder an zu rauschen. Ja, jetzt kommt das spannende Bild. Als nächstes kommt das spannende Bild, wo das Pferd gegen die Wand aus Kapital rennt. Und springt gegen die Betonwand. Wir schaffen das. EZB, Wirtschaftswachstum. Ja, genau. Wir hatten ja jetzt über Wells Fargo gesprochen. Die Banken sind schon wieder leer. Und Wells Fargo führt das also auf die Zentralbanken zurück. Natürlich da auf die Federal Reserve, aber das ist ja das Gleiche. Und die machen auch das Gleiche. Ja, die drucken Geld und kaufen die Schulden der Firmen auf. Und die EZB, sowie auch die Bundesregierung übrigens, ja, jetzt mit dieser Mehrwertsteuersenkung, die wollen ja den Konsum noch weiter antreiben. Sie sagen, gerade die Bundesregierung jetzt, ja, sagt, die Deutschen müssen konsumieren, damit das wieder in Schwung kommt. Es soll also weitergehen mit überhaupt das ist eine Frechheit zu den Menschen, die Menschen einzuteilen als Konsumenten. Ja. Ich bin also kein Bürger mehr, ich bin Konsument und ich habe gefälligst zu konsumieren. Ja, Konsumsucht ist das Wesen der Marktwirtschaft. Konsumsucht ist das Wesen der Marktwirtschaft. Ja. Und es geht natürlich nicht gegen das Kapital, weil bei jeder Aktion das Kapital den Vorteil hat und wächst. Exponentiell. Ich sage das jetzt extra mal so, weil ich höre die ganze Zeit im Fernsehen exponentiell. Das gibt's gar nicht. Exponent. Ein Exponent. Was ist ein Exponent? Ja? Das ist der letzte Faktor, der dann zum Malnehmen wieder hergenommen wird. Ja? Dadurch wird die Beschleunigung immer stärker. Die Beschleunigung des Kapitals entspricht der Beschleunigung der Ausbreitung des Coronavirus. Ja? Krankheiten wachsen so. Ja? Übrigens auch die Erderwärmung wächst so. Immer schneller und mit Tendenz unendlich. Im Prinzip. Geht natürlich nicht. Aber so ist es nun mal. Und deshalb kann die EZB oder die Federal Reserve überhaupt nicht über diese Mauer springen. Das ist unmöglich. Und das stellt dieses Bild halt dar. Genau, genau. Ja, Dankeschön. Und wer ist dran? Silke.
Ah ja, genau. ja, jetzt habe ich gar nicht so Anknüpfungspunkte wie vorher. Also ich bin jemand, mir kam jetzt gerade, also mir geht es ja eigentlich um konsumfreies Leben. Das ist eigentlich so meins. Ich lebe seit vielen Jahren relativ konsumbefreit, sage ich mal. Das ist aus meiner Sicht eine Lebensart. Das ist eine andere Lebenseinstellung, eine andere Lebensart, also Art im Sinne von Kunst, Lebenskunst, eben zu konsumieren. Und das lebe ich eben schon viele Jahre. Und ich habe ja ein Buch geschrieben auch, Der Vagabund vom Leben ohne Geld. Da geht es eigentlich darum, mit der Mehr, sage ich mal, der Mehr der Lüge, dass Konsum uns glücklich macht, aufzuräumen und zu sagen, das Gegenteil, genau das Gegenteil ist der Fall. Wir sind eigentlich dann glücklich, wenn wir nicht konsumieren und wenn die Dinge, die wir wirklich brauchen, also nicht die wir meinen zu brauchen, sondern die wir brauchen, kostenlos zu uns kommen, weil es ist wie jeden Tag Weihnachten. Und es ist was ganz anderes. Und die Freude, wir haben früher, Dylan hat auch von der Lebensfreude gesprochen. Und die Lebensfreude, die ist einfach so immens viel größer, wenn irgendwas kostenlos zu mir kommt, was ich gerne hätte, was ich brauche. Und das ist das, wo ich herkomme. Und was ich jahrelang mit großer Freude gelebt habe und was ich gerne auch durch mein Buch und insgesamt durch mein Wesen jetzt weitergeben möchte. Ja, danke. Werde ich drauf eingehen gleich. Aber erst ist Jürgen Wagner dran, gell? Kurze Vorbemerkung. Also ich bin gerade letzte Nacht eben ja auch wieder los gewesen, habe containert, wie das so schön heißt, also aus dem Nichts, also aus dem, was die Leute wegschmeißen, Versorgung herbeigeführt und das kann man ja auch aus der Natur, die Brennnessel kriegt man gar nicht aufgegessen und sowas. Ich bin allerdings der Ansicht, dass gar nicht mal so dieses Geschenkding nur bekommen das ist, sondern geben ist seliger denn nehmen und ich sehe auch arbeiten, also mein Leben soll voll der Arbeit sein. Ich sage immer, wenn wir hier unsere Familienrunden auch machen oder Kommunerunden, ich hatte wieder einen vollen Tag mit viel Gebet und viel Arbeit, weil ich glaube, Arbeit ist eben nicht so quälerisch für Geld irgendwie fremdbestimmt durch andere was machen zu müssen, sondern Arbeit ist etwas Sinnvolles schaffen zu können, schöpferisch zu sein. Also nicht nur einfach, was man braucht, zu bekommen, sondern schöpferisch die Welt mitzugestalten und nicht im Sinne von exponentiellem Wachstum an äußerem Verbrauch oder Aufwand, sondern indem man wirklich einfach sich wie der pflegende Gärtner der Schöpfung, des Schöpfungsgartens versteht. Okay, das mal das. Und meine Einladung ist ja an euch alle, ne? Lasst uns am besten alle möglichst stark schon in diese Vorbildkommunen des angestrebten Zielzustands kommen. Also kommt dazu, bildet mit solche Kommunen. Das schadet nichts. Wir können auch von da aus weiter jegliche Arbeit machen, die die Welt voranbringt, wie jetzt der Dylan zum Beispiel, seine Internetarbeit, seine Talkshows und so weiter. Also, und das Wichtige noch, auch Silke, es ist gut, schon Konsum zu reduzieren, aber wir müssen durch die Gemeinschaft ja auch zeigen, dass diese neuen Modelle auch neue Gemeinschaftsstrukturen entwickeln können, neue Entscheidungs- und Verteilungsstrukturen. Das heißt, wir brauchen dieses Gemeinschaftliche, wir brauchen das Kommunitäre, um da wirklich dieses zukunftsfähige, verantwortliche oder erfüllende, beglückende Modell aufbauen zu können. So, jetzt komme ich dann aber dazu, was ich schon seit einigen Beiträgen angekündigt habe, nämlich eine Entwicklungsstrategie, mit welchen Initiativen kann man was machen oder welche Kombinationen sind da auch vielversprechend, wie können wir da ansetzen. Und ich betone aber nochmal, obwohl ich gesagt habe, na, ich mache nur die Überschrift dann, obwohl ich gesagt habe, dass hier sich nicht erfüllt fühlt durch richtiges Denken, da sind wir noch ziemlich weit weg, dass das die Leute direkt erreichen könnte. Trotzdem gibt es da einen Ansatz, den wir immer auch als Wichtigstes auch direkt schon vor Augen stellen sollten. Das ist wie das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit. Nämlich, dass es nicht nach Fäusten oder wer es stärker geht, sondern wer hat die besten Argumente, auch wenn er leise spricht.
das ist ein Anspruch, den eigentlich alle, direkt auch alle Staaten, sehr hoch stellen oder ganz nach oben stellen. Und da können wir dran anpacken, um zu sagen, Leute, lasst uns damit mal wirklich ernst machen und das wirklich umsetzen. Ja, danke. Dann bin ich gespannt auf deinen nächsten Beitrag nachher, wenn es darum geht, wie man da weiterkommen könnte. So, und jetzt gehe ich aber erstmal auf Silke ein, weil das ja auch eine Sache ist, die viele andere Menschen auch bewegt. Ja? Ich gehe nochmal auf das Bild mit der Normalverteilung und gehe mal ganz kurz darauf ein. Silke, ja, also auch... Da würde dir auch Nico Pech würde dir da sehr zustimmen. Der würde sagen, diese Genügsamkeit macht ja viel glücklicher. Also der Konsumverzicht ist kein Verzicht, weil, aber das Dilemma ist, dass, da fehlt mir der Glaube. Ich erlebe mich selbst, wenn ich nicht glücklich bin, auch als konsumsüchtig. Ich habe manchmal unbremsbare Zwänge, irgendwas Ungesundes kaufen zu müssen, nur weil ich eben diesen Endorphinmangel habe, weil ich eben ja natürlich nicht in einem glücklichen Bonobo-Kommunismus leben darf im Kapitalismus sozusagen, weil ja alles getan wurde, um das zu zerstören. Und ich glaube, dass die Masse der Menschen durch die Empfehlung, es mal mit Nichtkonsum zu versuchen, das nach 2 Tagen wieder aufgibt. Ja, ich selbst, ich heize nicht mehr, ich fahr nur noch höchstens Straßenbahn und so weiter, ich reise nicht mehr und so weiter. Ich habe also wahrscheinlich einen extrem niedrigen CO2-Abdruck, aber sozusagen die Masse der Menschen wird immer, wenn sie dieses normale Unglück in der Marktwirtschaft erlebt, immer wieder zum Konsum rennen und kaufen. Und die Geldabschaffung ist ja bei unserem Konzept dann auch eines der letzten Elemente, was dann von selber wahrscheinlich kommt. Aber jetzt nochmal zu dieser Normalverteilung zurück. Also das Problem ist, dass in den Bonobo-Kommunen überwiegend die Männer, die die größten Früchtegeschenke und Gemüsegeschenke an die Frauen und Kinder der Kommune machen, die Frauen gewähren meistens diesen, ihre körperlichen Mechanismen gewähren diesen den hauptsächlichen Zutritt zu ihren Eizellen, haben zwar mit allen anderen in der Kommune Sex, Bonobos haben ja mit allen Frauen in der Kommune Sex und mit allen Männern in der Kommune Sex, ja, und zwar richtigen Sex, ja, und das heißt aber, dass in jeder natürlichen Einheit, die im weltweiten Wettbewerb irgendwie gut funktionieren will, sozusagen es problematisch ist, wenn wir ein Kindergeld aussetzen von 500 und dann 750 und später dann als Erwachsener 1000 Euro aussetzen, dass wir eventuell unsere gesamte Volkswirtschaft, solange es noch andere kapitalistische Staaten gibt, ist das riskant, sozusagen, dass wir unsere ganze Volkswirtschaft schwächen, weil wir im Moment in Europa viel zu wenig Kinder auf Seiten der Karrierefrauen bekommen im Moment und viel zu viel Kinder auf Seiten der Hauptschulabbrecherinnen bekommen. Und das kann, das ist jetzt Naturwissenschaft, kann der Ruin einer gesamten Gesellschaft sein. Nicht nur Deutschlands, sondern ganz Europas. Deswegen sagen auch viele Professoren, Europa ist am Sterben, weil eben unsere Qualifikation nicht mehr nachwächst, weil unsere Karrierefrauen manchmal fast gar keine Kinder mehr bekommen. Ja? Und damit stirbt uns die Grundlage unserer Existenz weg. Und das ist natürlich schockierend, aber das ist leider Naturwissenschaft. Und daran glaube ich. Bitte überzeug mich im nächsten Beitrag vom Gegenteil. Ja, ja, aber jetzt nach mir ist erstmal der Tom wieder dran. Welches Bild soll ich wählen? Haben wir noch eins, was wir noch nicht gesehen haben? Ja. Aristoteles. Ja. Warte. Ich bin hier am Blättern. Also, wir haben als nächstes den... Ist das Aristoteles, die Statue? Das ist die Statue, von mir etwas grafisch aufgewertet. Denn wenn der Aristoteles heute leben würde und würde dort auf seinem Sessel sitzen, würde er genau das machen. Oh mein Gott, würde er sagen. Obwohl, er kannte ja Gott noch gar nicht. In dem Sinne hatten die ja noch Götter. Gut, das Geld ist für den Tausch entstanden. Der Zins weiß
Bestimmung an, sich durch sich selbst zu vermehren. Daher widerstreitet auch diese Erwerbsarbeit unter allem am weitesten dem Naturrecht. Natürliches Wachstum. Bäume wachsen, sind irgendwann groß und hören auf zu wachsen. Ja. Unser Wirtschaftswachstum soll exponentiell werden, sagen die Reichen. Ja, und ziehen mit ihrem exponentiell wachsenden Kapital eben dieses aus der Wirtschaft, was uns unter Stress setzt. Ich hatte ja dieses Bild von diesem funkenden Hirn. Ja. Ich erinnere mich. Ja, genau. Und das genau machen wir mit unserem Hirn durch unsere Marktwirtschaft. Und in dem Sinne gebe ich natürlich der Silke auch recht, ja. Das macht natürlich nicht glücklich, sondern das führt zu einer Hirnentzündung regelrecht, die wir dann mit Konsum, ja, vor allen Dingen mit Fleisch und Zucker, ja, versuchen wir das zu kompensieren. Wir führen also unserem Hirn hochwertige Nahrungsmittel zu, die aber nicht gesund sind. So viel Zucker ist auf keinen Fall gesund, aber das Hirn verbrennt diese ganzen Sachen natürlich. Ja, und dies ist halt dieser Kreislauf, den das Ganze nimmt. Und es macht natürlich nicht glücklich. Klar, setzt uns nur unter Stress. Es ist eine Ersatzbefriedigung für nicht geliebtes Leben, die nicht wirklich tief befriedigen kann. Ja? Aber die Leute kaufen und kaufen und kaufen und konsumieren sich zu Tode. Ne? Ja, sie kompensieren halt diese Action, dieses Hirn da versuchen, das irgendwie zu lösen, das Problem mit dem, ja, unter Stress stehendem Hirn. Hm. Ja, durch Konsum, durch Gemütlichkeit, durch irgendwas, was Freude macht. Ja. Weil das Hirn ist unter Stress und hat keine Freude. Aber warum hat Professor Nico Pech, dass er immerhin ein Professor ist, mit all seinen Appellen an Postwachstum und Degrowth und Genügsamkeit und Suffizienz praktisch ja keinerlei Wirkung auf die Gesellschaft, ja? Weil eben irgendwie die Leute von ihrer Konsumsucht nicht lassen können oder wollen. Aber so weiter dann in der nächsten Runde, ne? Sucht ist Sucht. Ja. Ja. Da ist erstmal kein Kraut gegen gewachsen. Genau. Und deswegen Silke jetzt nochmal dazu, ja? Ja, ich möchte gerne direkt darauf eingehen. Also Sucht, das Wort, kommt im Deutschen ja von Suche. Also es geht darum, dass man irgendwas sucht. Und meistens weiß man gar nicht, was man sucht. Und ich sag mal, ich habe das Gefühl, dass es eines der bestgehütetsten Geheimnisse ist in dieser Welt, dass der Mensch eigentlich täglich eine gewisse Zeit braucht, um diese Suche etwas, diese Leere, die dadurch entsteht, zu füllen. Ja. Und die ganze Welt profitiert davon, also die ganze Welt, die Industrie, die profitiert davon. Die Kirchen haben es auch für sich behalten, dieses Geheimnis, profitieren auch davon, dass die Leute abhängig werden von ihnen, also fast alle. Und für mich geht es darum, eigentlich geht es darum, mein System ist da darauf eben ausgerichtet, dass jeder Mensch eine gewisse Zeit am Tag, also manche sagen 10%, gibt's, die sagen 10% am Tag, das wären dann 2 Stunden 40 Minuten, die du schon erwähnt hast zum Arbeiten, aber ich sag mal mindestens 2 Stunden dafür verwendet, zu schauen, dass es uns gut geht, dass wir was tun, was uns erfüllt, was uns nährt,
Das kann sein, in die Natur zu gehen, das kann sein, Yoga zu machen, Meditation, Gebet, irgendwas, das jeder Mensch, jeder Erwachsene zumindest, aber ich glaube auch die Kinder, mit kleinen Kindern geht man ja auch schon spazieren, selbst wenn sie im Kinderwagen sind. Da ist es noch präsent, weil der Mensch das einfach braucht. Und darum geht es, die Leere zu füllen, nicht durch Konsum, sondern durch Spiritualität. Aha, ja, danke. Und Öff ist wieder dran. Ja, Vorbemerken wieder zum Gesagten. Das Suchtthema ist natürlich entscheidend und prinzipiell würde keine Sucht bestehen, sondern gesunde Suche oder könnte Sucht am ehesten im Endeffekt, auch wenn auch mit verschiedenen Hilfestellungen, dadurch geheilt werden, dass man seine wahre Bedürfnisbefriedigung wiederentdeckt und auch als höherwertig entdeckt und deshalb dem folgen kann und die Sucht einen nicht mehr fesseln oder wegreißen kann. Also gibt es ja dann die schönen Sprüche, eben was du gesagt hast, Dylan, die Sucht ist Ersatzbefriedigung für wahres, erfülltes Leben. Es gibt den Spruch auch, Gewalt ist Wut auf ungelebtes Leben. Also alles schöne Sprüche, die zeigen, käme letztlich darauf an, das wahre Leben, das erfüllende Leben wiederzufinden und so kraftvoll zu machen, dass wir dann keine Süchte mehr brauchen oder ihnen nicht mehr verfallen. So, jetzt komme ich zu dem, was ich angekündigt hatte. Welche Initiativen, wie kann man mit ihnen arbeiten, sie kombinieren? Also ich sag mal, gleich vorweg als Allgemeines, wir sollten in den weiteren Talks, glaube ich, einen Schwerpunkt darauf richten, eben, wie können wir solche Brücken schlagen, solche Effizienz erzeugen. Damit meine ich nicht nur, wer kriegt das größere Megafon, wir können im Moment auch gucken, wer hat eins und das können wir mit nutzen, aber um die Botschaft eben dadurch zu sprechen, ab jetzt nicht mehr, wer am lautesten schreit, sondern wer die besten Argumente hat. Gut, dann jetzt zu solchen Bewegungen. Also natürlich habe ich selbst auch das ganz kurz vorweg ja auch eine Bewegung gegründet, die Schenker-Bewegung oder Bewegung für ganzheitliche Nachhaltigkeit. Deren Programm lässt sich in einem Satz zusammenfassen und deshalb muss ich da immer gar nicht viel zu sagen. Der Satz heißt, wir wollen als globale Konsensgeschwister das Nötige gemeinsam planen in freier Argumentekultur. Wir haben noch viele Einzelstandpunkte, die aus dem Staat- und Geldsystem aussteigen, aber das muss ich am Anfang gar nicht erklären, weil wenn ich die Weiche schaffe einzustellen, so, dass wir gemeinsam planen mit Blick aufs Ganze nach vernünftigen Argumenten, kommt das ja alles raus. Also es ist viel wichtiger, erstmal zu gucken, dass diese Weiche so gestellt wird, als die Einzelstandpunkte dahinter jetzt schon zum Durchbruch zu bringen oder überzeugend zu machen. Das kommt dann ja automatisch. Und diesen Gesichtspunkt, hatte ich ja vorhin schon angekündigt, den sollten wir auch für unsere Brücken zu anderen Bewegungen, weltweiten Bewegungen und Initiativen als Hauptschiene immer behalten oder im Auge haben. Das Rechtsstaat-Argument könnte man sagen oder eben die Argumentekultur statt Durchsetzung mit nicht argumentativer Manipulation, Korruption durch Gewalt, Geld, Lobbys und so weiter. Das verstellt uns jede Weichenstellung aufs Richtige und die Weichenstellung aufs Richtige kriegen wir hin, wenn dieses Rechtsstaat- und Vernunftargument zur wichtigsten Schiene wird. Und was das mit NWO, Gesara, Extinction Rebellion, Fridays for Future und Erdkater-Initiative zu tun hat, das sage ich dann im nächsten Beitrag. Ja, super. Ja, dann bin meines Wissens wieder ich dran und ich gehe aber nochmal ganz bewusst auf Silke ein. Ich gehe also nochmal zurück auf das Bild mit der Normalverteilung. Ja, also Silke, wir sind uns einig. Auch ich habe ja mit Kommunen experimentiert und habe quasi in Kommunen gelebt und so weiter. Die Schwierigkeit ist immer nur, wenn da ein großes Ding ist, das mit allen Kräften in die entgegengesetzte Richtung wirkt, dann ist es halt schwierig. Deswegen möchte ich dich, Silke, auch gewinnen ein bisschen für das Thema, dass du in deinem Leben versuchst, der Glückseligkeit näher zu kommen, aber dass du nicht vergisst, dass dich im Moment ein riesiges Weltwirtschaftsgebilde daran hindert, in diese Glückseligkeit so schnell wie möglich zu kommen und dass wir deswegen an diesem gesamten weltwirtschaftlichen Gebilde etwas grundlegend ändern müssen. Wir müssen aus meiner Sicht ja die Marktwirtschaft, den Kapitalismus beenden und durch die neue Systematik beginnend mit einer Wohlfühlstimme und was auch immer, mit 20 Reformen sozusagen jeden Staat total sanieren und ein neues Gesellschaftssystem, die Postkapitalismus
pluralistische Gesellschaft schaffen. Und die Probleme sehe ich halt bei deinem Konzept, also dass sie einerseits die militärische Bedrohtheit durch andere kapitalistische Staaten nicht deutlich genug sieht und die bevölkerungspolitischen Folgen eines bedingungsvollen Grundeinkommens nicht genau evaluiert, nämlich dass eventuell wir, solange es noch andere kapitalistische Staaten braucht, gibt, die angriffslustig sind, brauchen wir Kinder von unseren jetzigen Karrierefrauen. Und das machen wir zum Beispiel dadurch, dass wir sagen, Frauen werden zukünftig grundsätzlich viel niedriger besteuert als Männer. Und zweitens kriegen die Frauen, durch staatliche Finanzspritzen schaffen wir die Situation, dass Frauen ihre Babys, dass sie steuerfrei gestellt werden ab der Sekunde, wo sie ein Baby zur Welt bringen und dann auf Staatskosten eine Kindersekretärin bekommen, die sie sich aussuchen können aus hunderten möglichen Kindersekretärinnen, und dass die ganze in der Firma auf Staatskosten ein Betriebskindergarten aufgebaut wird und so weiter, sodass wir endlich wieder dazu kommen, dass die Frauen nicht mehr wegen der Karriere kinderlos bleiben, ja? Sondern dass es für die Frauen ganz leicht wird, Karriere und Kind zu verbinden. Und das brauchen wir. Und trotzdem müssen wir insgesamt auch noch mit der Überbevölkerung zurückgehen. Also wir haben viel vor uns, ne? Wir müssen ja auch weltweit mit der Überbevölkerung zurückgehen. Denn ob Permakultur in der Lage ist, die Weltbevölkerung zu ernähren, in der Masse sozusagen, das steht ja noch in den Sternen. Ne? Das wird eine schwierige Aufgabe. Also, ja, aber erstmal so viel, ne? Ja, Tom, haben wir noch ein Bild von dir? Ich glaube, wir haben noch was. Was haben wir denn noch? Ah, ich bin am Suchen, ja. Nee, der Rest sind Fotos. Alles andere haben wir besprochen. Alles andere haben wir besprochen. Gut, dann können wir ja jetzt Schluss machen. Nein, aber sag du doch mal, Wes, wenn dir jetzt nichts direkt einfällt, zu dem, wie schätzt du es ein, in einer kapitalistischen Welt sich zum Beispiel vorzeitig zu entmilitarisieren und vorzeitig sozusagen von 8 Stunden auf 3 Stunden runterzugehen, solange es noch angriffslüsterne Staaten um uns herum gibt? Naja, der Peter Altmaier, der hatte jetzt in seiner Rede zum Wasserstoff, hat er ja auch zugegeben, zum ersten Mal übrigens hat er das zugegeben. Die ganze Zeit vorher hat er ja suggeriert, wir können das alleine, das Windräder und Photovoltaik. Jetzt hat er zum ersten Mal zugegeben, also es geht nur international. Jetzt können wir natürlich davon ausgehen, dass auch andere das jetzt mal so langsam auf die Kette kriegen. Und damit sind sie ja mit meiner Meinung konform, es geht nur international. Nur sind sie halt 20 Jahre hinter mir. Ja, dachten halt bisher, sie könnten, sie sind mächtig und wir können und ja, aber so mächtig wie das Wetter sind sie dann doch nicht. Das merken sie halt so von Zeit zu Zeit. Also, es geht nur international. Vorher können wir keine Schenkerkultur einführen, weil, ja, wir sehen es an Tibet, ja. Tibet wurde von den Chinesen gekapert und fertig. Und das wird man mit uns auch machen. Ne? Ja. Oder? Das ist meine Befürchtung. Also meine Befürchtung ist, Europa ist Saddam Hussein. Europa könnte der nächste Saddam Hussein sein, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht etwas dafür tun, dass wir immer noch, und wenn wir nicht mindestens einen Defensiv-Mini-Raketenabwehrriegel haben, der jeden möglichen Angriff abfangen kann, könnten wir der nächste Saddam Hussein sein. Für die Raketen habe ich auch nichts übrig. Ich habe
das verfolgt, wie die Vietnamesen das gemacht haben. Die haben auch keine Raketen gehabt. Die haben es einfach in den Boden eingegraben. Und die Amerikaner mit ihren tollen modernen Waffen haben gelitten. Mussten sich zurück. Also, da bin ich auch schon seit Bundeswehr. Ich war bei der Bundeswehr. Bin ich da ganz anderer Meinung. Dieser ganze Raketenzauber, der muss nicht sein, um sich zu verteidigen. Also weg mit den Raketen. Ja. Aber wie gesagt, international muss das Ganze vonstatten gehen. Da muss man halt mal den, wie heißt das? Die Vereinten Nationen, ja, spielst mir laut vor, die Vereinten Nationen muss man halt da, muss man Überzeugungsarbeit leisten. Ja, ich wollte nur kurz nachtragen, dass ich selbstverständlich keine angriffsgeeigneten Raketen meine, sondern nur Mini-Raketen, die also eine anfliegende Rakete, zum Beispiel mit einer Neutronenbombe drauf, die uns Menschen tötet, aber nicht das Land verwüstet, sozusagen, dass wir die abfangen können, sodass sie dann unschädlich gemacht wird. Und das mit vielen kleinen Nadelstichraketen, die das dann abfangen. Ich bin sowieso dafür, dass wir Deutschland Vorreiter sein sollte in der Abrüstung, indem es nur noch nicht angriffsfähige Raketen in den Böden rund um Deutschland oder Europa hat und gar nichts Angriffsfähiges mehr hat und auch nie wieder an irgendwelchen Kriegen teilnimmt. Ne? Aber der Kapitalismus, wie gesagt, ist ja Krieg. Ja? Also Silke, du bist, glaube ich, dran. Vielleicht kannst du was zu dem sagen, wo ich gesagt habe, was ich dir sozusagen angeregt habe, nochmal nachzudenken. Eben auch so diese staatliche Veränderung auch als dein Ziel auch vielleicht mit aufzunehmen, als Ergänzung zu dem persönlichen Lebensziel. Ne? Ja, also was ich raushöre, ist die militärische Gefahr. Darauf wir vorhin schon hingewiesen. Also ich sehe das überhaupt nicht. Also theoretisch natürlich ist es da, aber es ist für mich männliches, rein männliches Denken. Ich glaube, eine Frau würde nie auf die Idee kommen, eine Rakete bauen zu wollen. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun, ehrlich gesagt. Ich komme eher daher, dass ich mir die Schweiz als Vorbild nehme, die sogar im Zweiten Weltkrieg durch ihre Neutralität fein raus war und in keinerlei Kriegsgeschehen involviert, abgesehen von den Finanzen, wo sie auch von profitiert haben. Aber ich meine jetzt, sie haben keinerlei mit militärische Interventionen gehabt. Und so sehe ich das auch. Wenn wir ein neues, anderes System aufbauen, eine Alternative zu dem... Das finde ich eine interessante Idee. Also Deutschland soll eher schweizerisch werden, ja? Genau. Soll werden neutral, soll damit überhaupt nichts mehr zu tun haben mit diesem ganzen Zeug. Das ist für mich, ich ist das alte Welt, das hat überhaupt nichts mehr zu suchen eigentlich auf dem ganzen Planeten. Und dann kann man nur anfangen und den ersten Schritt tun und man kann nur bei sich selber anfangen und dann die anderen überzeugen, mitzumachen oder es nachzumachen. Und ich komme von dem Standpunkt her, dass es wichtig ist, überhaupt keine Angst zu haben, weil sonst sind wir wieder angstgesteuert und aus lauter Angst und wir würden angegriffen, reagieren wir und handeln wir. Ich bin dafür, rauszukommen aus der Angst und ins Vertrauen zu gehen und im Vertrauen zu sein, dass wir nicht mehr angegriffen werden würden, weil wir auch gar keine Resonanz mehr hätten mit diesen Raketen, mit dem Militär. Also ich komme von der absoluten Gewaltlosigkeit her und ich muss sagen, natürlich können wir immer angegriffen werden. Die Gefahr ist da, auch persönlich, aber ich habe es auch mit meiner Gewaltlosigkeit bisher überlebt und ich denke, da könnte auch ein Staat überleben. Ja, interessanter Gedanke. Also Ich bin da nur ein bisschen ängstlich und ich glaube, die viele Bürger hätten halt auch Angst, ne? Aber FF ist dran, glaube ich, meines Wissens, oder? Ihr müsst mich... Ja, ich kann direkt auch anknüpfen, auch an das, was im Gespräch zwischen Tom und dir war.
Muss international sein, sonst ist es schon so, dass hier Tibet es nicht funktioniert. Ich bin, also was die Silke gesagt hat, auch ein Vertreter der radikalen Gewaltfreiheit, aber nicht in der Weise, dass ich nicht glaube, dass das ausgenutzt werden kann. Und gerade in der jetzigen Welt, dass da nicht eben auch kapitalistisch-imperialistische Kräfte wirken würden, die den Schwächeren überfallen, ausnutzen. Ausnutzen auf jeden Fall schon mal. Überfallen ist auch nicht ausgeschlossen. Ich glaube auch nicht, dass Frauen nicht auf die Idee kämen, keine Bomben zu bauen. Also wir haben als Kanzlerin ja Frau Merkel und wir versuchen ständig Rüstungsexportweltmeister zu werden. Von Margaret Thatcher und solchen Leuten brauche ich gar nicht zu reden. Und unsere Verteidigungsministerin ist Kramp-Karrenbauer. Also ich glaube, da sehe ich es ein bisschen nüchterner. Jeder Mensch kann gewalttätig sein, jeder Mensch kann auch egoistisch sein, kann auf die Idee kommen, für seinen Egoismus auch Gewalt einzusetzen. Und die Gewaltfreiheit von Gandhi übersieht das auch nicht. Sie sagt nur, man geht hin und macht sich zum Opfer. Und jetzt komme ich zu dem, womit ich anknüpfe, dann auch an meinen letzten Beitrag. Also man macht sich zum Opfer, um das Gewissen der anderen zu wecken, also auch der Gemeinschaft drumherum, auch der Gesellschaft, am Ende der Weltgesellschaft. Dass es eigentlich ein gemeinsames Grundanliegen sein muss, dass der Stärkere den Schwächeren nicht fertig macht, sondern dass gemeinsam so alle Menschen einander, wie Menschenrechte Artikel 1 sagt, auf der Basis gemeinsamer Vernunft und Gewissen geschwisterlich behandeln. Und da könnte man eben sagen, dass der erste Aspekt, mit dem wir auch schauen sollten, wie wir uns mit anderen weltweiten Initiativen verbinden können, das sollte der Rechtsstaatsgedanke sein oder eben, was ich hier ist nichts anderes als die Argumentekultur eigentlich. Denn der Rechtsstaatgedanke sagt, dass man eine Zentralgewalt einsetzt, die die Knüppel alle einsammelt, damit es im kleinen Alltagsleben nicht mehr nach den Knüppeln geht. Also im Grunde kann man auch sagen, wenn erstmal auf den Straßen Fäuste statt Argumente regieren, dann schaffen sich die Menschen eine gesellschaftliche Organisation, wo den Menschen die Waffen und diese Gewalttätigkeit weggenommen werden und die Zentralgewalt sagt, ihr müsst das auch nicht mehr mit euren Fäusten regeln, wir regeln das als gemeinschaftliche oder gesellschaftliche Organisation. Und wenn dann alle Menschen drüber nachdenken, werden sie sagen, ja, dann wollen wir ja auch nicht mehr, dass der Stärkere einfach den Schwächeren platt macht, sondern wir wollen, dass es nach vernünftigen Gemeinwohlargumenten geht. Das heißt, das ist eine große Schiene, die da offen steht eigentlich und die auch von solchen Strömungen wie New World Order, von Präsidenten Bush und Ähnlichem, bejaht wird, weil das weiß eigentlich kaum jemand, also ein Kernprinzip der NWO ist, dass eben diese Zeit des Dschungels, wo der Stärkere sich einfach durchsetzt, überwunden werden soll durch wirkliche Kultur, Rechtsstaatskultur oder Vernunftkultur, Verantwortungskultur. Es gibt da Brücken, die sollten wir stark nach vorne stellen und gucken, wie wir damit was anfangen können und Kraft erzeugen können. Man könnte auch sagen, statt dass wir Raketen bauen, versuchen wir globalisierte Rechtsstaatsgarantien so einzuführen, auch so wirkungsvoll, dass der Einzelne jetzt nicht mehr auf die Gedanken kommen muss, wie baue ich die bessere Rakete. Ja. Ja, also ich gehe jetzt in meinem Beitrag ganz bewusst nochmal auf das Bild MEMG-Art ein, also die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik, weil die auch Silke dir vielleicht sagen könnte, wie gefährlich nämlich dieses Staatliche um uns herum ist. Und wie wenig Spielraum wir überhaupt haben, unser wahre Glückseligkeit zu finden, ohne eine Veränderung des Staatlichen. Ja? Nämlich dieses Bild zeigt ja ganz klar, wenn ich mir hier naturwissenschaftlich aufmale, dass ich links unten den ersten Früharzt und Frühhändler der Evolution habe. Und der sagt die Wahrheit noch, ja? Und der sagt, es ist toll, dass ihr im Bonobo-Kommunismus lebt und alle so viel schmust und die Männer alles den Frauen und Kindern schenken und dass ihr keine denaturierte Nahrung, die mittlerweile modemäßig angeboten wird, esst und so weiter. Es ist toll, dass ihr so gesund bleibt und so weiter. Aber der hat dann als Früharzt nichts zu verdienen, weil die Leute haben ein starkes Immunsystem, konsumieren sich nicht krank mit irgendwelchen krankmachenden Müll und brauchen ihn als Früharzt schon mal gar nicht mehr. Ne? Und dadurch steht der unter Marktbedingungen unter Aussterbenszwang. Ja? Während der andere rechts unten sozusagen, dieser Früharzt, der tausendste Früharzt der Evolution und Frühhändler, der sagt, nein, ist das ekelhaft, euer Geschmuse. Ja? Oder vorher erzählt er noch die Geschichte, ja, da hat eine Kommune die andere nachts überfallen und totgeschlagen. Dadurch löst er Ängste in den Zuhörern aus, die
kaufen ihm rasend seine Steinäxte ab und er bringt also quasi nach Jahrhunderttausenden der pazifistischen Evolution, bringt er quasi den Krieg wieder in die Welt hinein. Der Händler bringt den Krieg in die Welt, der Waffenhändler, ja? Und dann erzählt er noch so Sachen, ist ja ekelhaft, dass ihr da alle miteinander schmust, da werdet ihr alle krank und außerdem ist das unkeusch und unmoralisch und so weiter, euer ständiges Geschmuse und Geschlabbere, hört auf damit. Und dann fangen die Menschen an, aus Angst die Sexualität zu unterdrücken in sich selber und werden dann eben konsumsüchtig. Und dann sagt der Frühhändler noch, ja, aber auch meine denaturierte Nahrung, die könnt ihr problemlos essen, die ist doch genauso gesund, euch fehlen euch doch nur meine Impfungen, meine Tests, meine Bestrahlungen, Operationen und Chemotherapien, die müsst ihr kaufen. Und der macht halt riesiges Geschäft, kann zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel und eine Großfamilie begründen, ja, während der andere tendenziell ausstirbt unter Bedingungen der Marktwirtschaft. Also die Marktwirtschaft tut alles, Silke, um dein Leben zu zerstören. Und deswegen müssen wir die Marktwirtschaft beenden, weil sie unser aller Leben zerstört. Ich spüre jeden Tag, wo die Marktwirtschaft mein Leben zerstört hat und jeden Tag weiter zerstört. Ja? Also, ja, so viel dazu. Ja, Tom ist meines Wissens dran, ne? Ja, da will ich gleich ansetzen. Die Marktwirtschaft zerstört. Genau. Im Prinzip waren alle Kriege, die geführt wurden, auf eben dieses Prinzip zurückzuführen. Ja, auch die Punischen Kriege. Worum ging es in den Punischen Kriegen? Die Karthager drüben in Afrika, die haben sich langsam ausgebreitet und das hat den Römern nicht gepasst, weil die mussten nämlich für ihre Führungsschicht haufenweise geraubte Waren und Dienstleistungen herankarren in ihr Rom. Deswegen haben sie die Karthager platt gemacht. Ja. Also letzten Endes sind alle Kriege auf solche Mechanismen zurückzuführen. Und wenn wir nicht aufpassen, kriegen wir auch einen dritten Weltkrieg. Ja. Ja, wenn ich sag immer so, wenn die Waffenindustrie mal wieder einen kräftigen Schluck aus der Pulle braucht, dann wird eben mal ein Saddam Hussein umgebracht oder es wird eben einfach mal wieder ein neuer Weltkrieg vom Zaune gebrochen, denn die Waffenkonzerninhaber werden sich dann schon rechtzeitig in Sicherheit bringen in die Bunker und die Gebiete, wo sie von den Waffen nicht erreicht werden können. Ja. Wir haben ja drüben einen Präsidenten da, auf dem amerikanischen Kontinent, zwei, ja. Die sind ja ziemlich streitlustig da. Der Donald Trump, ja, und wie heißt der? Cesare Bolsonaro. Ich erfahre immer die Namen kindlich. Ja, also, da haben wir ja schon zwei Aggressive. Dann haben wir den König von Ungarn, ja, der sich nicht nur die Taschen voll macht, sondern auch sein Volk unterdrückt und das rechte Übel hochkommen lässt. Ja, also es geht langsam wieder voran in Richtung Krieg. Ja, ja. Es wird mal langsam wieder Zeit für die Waffenindustrie. Ja, die ist ja auch, gerade was Amerika betrifft, ja, gerade eben wieder dabei, das ganze Arsenal da zu erneuern. Genau, ja. Genau. Genau. Ja, Silke, also sozusagen habe ich dich ein bisschen erreichen können, dass der Staat alles dafür tut, also unsere Marktwirtschaft alles dafür tut, deinen Weg zur Glückseligkeit zu behindern, so gut er kann, sozusagen, um dich auch in die Konsumsucht zu zwingen. Ist das, ja, ich will dich ja so ein bisschen versuchen zu gewinnen für auch die Mithilfe bei der Beendigung der Marktwirtschaft, ne? Ja, also ich bin überhaupt nicht für die Marktwirtschaft und wundere mich, dass ihr überhaupt auf die Idee kommt, dass ich die für gut befinden könnte,
weil mich ist das ein Nein, nein, der Eindruck war nur, dass du sozusagen sagst, erstmal suche ich den Weg der Glückseligkeit in mir und mit mir und in meiner eigenen Lebensführung. Und was aus dem Staat wird, da kümmere ich mich vielleicht mal später drum. So habe ich dich verstanden. Ah, okay. Ja, nein, ich meine nur, also diese Kriege, die finden ja auch in uns statt. Das meine ich. Also davon gehe ich mal aus. Den Krieg zwischen Gut und Böse, den haben wir ja auch in uns. Also da gibt es ja dieses berühmte, die Geschichte mit den Wölfen, die man in sich hat. Der eine ist negativ böse und der andere positiv und gut. Und welcher gewinnt? Und am Ende kommt raus, derjenige, den ich am meisten nähere. Und dieser Krieg findet in jedem von uns statt. Der Krieg zwischen Gut und Böse. Und mir geht es eben darum, da anzusetzen, da anzufangen, bei jedem Einzelnen erstmal. Und dass wir hier, ist ja noch eine gute Frage, ich meine, Macron hat ganz am Anfang von Corona gesagt, wir sind im Krieg. Und am nächsten Tag sagt er gegen Corona. Aber wenn ich mir gucke, was in Südamerika passiert ist, uns ging es verhältnismäßig gut. Dort hat das Militär regiert. Ich habe mit Leuten gesprochen. Das Militär war überall. Man konnte die Orte nicht mehr verlassen. Die Maya-Bevölkerung wird gerade gezwungen, zu Hause zu bleiben und darf nicht mal ihre eigenen Felder bestellen, was ja eigentlich im Völkermord schon gleichkommt, Genozid. Also wir sind eigentlich im Krieg, im Grunde genommen, wenn wir genau hingucken. Und die Versammlungsfreiheit wurde aufgehoben und alles. Also es kommt mal drauf an, wie betrachten wir das, was wir gerade vor Augen haben und was da passiert ist mit Hussein und so weiter. Wenn man da genau hinguckt, kann man sagen, das ist ja schon lange Krieg. Ist das nicht schon der dritte Weltkrieg, der so geführt wird, dass man ihn fast gar nicht richtig wahrnimmt. Also da könnte man noch mal genau hingucken. Und ich wollte aber noch ganz kurz zur Bevölkerung sagen, weil das ein Punkt war, ich würde natürlich die Leute dazu bringen, ähnlich wie das in China war, dass man nur noch, also nicht die Chinesen wollten nur noch ein Kind, dass man möglichst nur noch 2 bis höchstens 3 Kinder in die Welt setzt, allgemein. Mhm. Jetzt ist irgendjemand abgestürzt, oder? Ich bin auch da. FF ist noch da? Ich bin auch noch da. Tom ist abgestürzt. Hoffentlich wird er... Hallo? Welcome to Globify, the world's largest network. The number of participants is now 2. Hallo, ich bin wieder da, Ah, du bist abgestürzt? Ja, das kann sein, dass unser Computer hat so eine 2-Stunden-Regel. Wahrscheinlich schmeißt er mich alle 2 Stunden raus. Ne? Ja. Aber wir sind ja wieder da. Jetzt Ja. Hallo, alle wieder da? Ich bin da. Unser täglicher Absturz war das, ne? So, wer ist denn jetzt dran? Öff, glaube ich, gell? Ja, ich habe zu Ende gesprochen. Ja, ja. Dann ist Öff dran, ne? Öff, ja. Ist er noch nicht wieder da? Also er war eben noch drin mit mir alleine. Aber jetzt scheint er rausgeflogen zu sein. Ja, also bei mir war plötzlich Totalabsturz, ne? So, dann sage ich jetzt schon mal was, dann kommt öfter gleich dran. Also sozusagen, was ich auch eben versuchen wollte noch mal zu sagen, ist, Silke, eben das,
sozusagen in der Art, wie wir mit Kindergeld umgehen in unserer Gesellschaft, also auch mit einem bedingungsvollen Grundeinkommen, dass darin eben auch Risiken verbunden sein können damit, ja? Dass also sozusagen wir, solange wir noch in einem, also eigentlich ist dann, wenn wir alle weltweit in einem friedlichen, pazifistischen, staatenlosen, geldlosen Lebensform wieder leben, wie sie eigentlich ganz natürlich ist und wie sie die Bonobos heute noch leben, ja, dann wenn wir das haben, dann besteht, ist alles unwichtig. Aber wir stehen im Moment, ist im Moment ein Weltkrieg am Laufen zwischen China, zwischen USA, zwischen Europa, zwischen Indien und so weiter. Und da geht es da, und Russland kommt auch noch dazu. Und da geht es letztendlich darum, sozusagen, und die USA bekennen sich ganz offen dazu. Ihnen geht es um die Weltherrschaft, um die Weltvorherrschaft, ja? Und wenn wir jetzt in Europa sozusagen quasi unsere Frauen, unsere Karrierefrauen dazu bringen, keine Kinder mehr zu bekommen, dann ist das Selbstmord aus naturwissenschaftlicher Sicht. Also da sträuben sich quasi die Angstnackenhaare dem Naturwissenschaftler, wenn er sieht, dass unsere Professorinnen angeblich 50% aller Professorinnen lebenslang null Kinder bekommen und 40% aller Akademikerinnen lebenslang null Babys bekommen. Dann löst das Angst aus. Und Überbevölkerung haben wir natürlich auch noch andere Konzepte, aber da muss man mal später drauf eingehen. Hallo, ist jetzt wieder jemand abgestürzt? Ja. Wieder ein Geräusch? Ich glaube, die Silke ist abgestürzt. Ja, ich hoffe, sie wählt sich gleich wieder ein. Wir sind doch in der richtigen Nummer. Du hast doch auch die mit dem Code und so, wir sind doch im richtigen Raum, ne? Sollen wir uns noch einmal schnell beide noch mal einwählen? Nicht, dass da irgendwo was blockiert oder so? Die kommen schon wieder. Wir wählen uns alle noch mal einmal neu ein, denn ich habe manchmal den Verdacht, dass dann manchmal die Leute nicht wieder reingelassen werden aus irgendeinem Grunde, den ich nicht verstehe. Also bis gleich, gell? Welcome to Globify, the world. The number of participants is now 2. Hallo, ich bin wieder da. Ja, ich bin auch wieder da. Ich bin rausgeflogen, nach genau 2 Stunden. Das kann so sein, ja? Bist du wieder da? Ich bin da. Ah, Tom ist da, wir sind zu dritt. Und wo ist FF? Dann läuten wir die Schlussrunde ein. Wir sollten sowieso nicht länger als 2 Stunden, 2,25 Stunden machen, auch wegen der Zuschauer. Ja, dann gut. Wer will zuerst? Ich war eben dran, gell? Und dann ist der Tom mit seinem ersten Schlusswort dran, ne? Tom? Ja. FF ist da, ja? Ja, hallo. Ja, du bist noch mal dran. Ich habe eben gedacht, es ist besser, wir wählen uns alle noch mal neu ein, weil du scheinst nicht reingekommen zu sein, ne? Zwischendurch. Ich war nach erst, es hört sich so an, als wärst du mit rausgefallen. Da war die Silke im Moment noch da. Wir haben uns noch erreicht in dem Telefonraum. Aber dann waren wir wohl auch raus. Ja, ich sind wir hoffentlich ja wieder zusammen. Dann das scheint so ein 2-Stunden-Rauswurfs. Man will uns nicht länger als 2 Stunden haben, ne? FF, beginn du doch auch mal, du bist sowieso jetzt dran, beginn doch mal die Schlussrunden einzuleiten, ja? Indem du versuchst, ein Resümee für heute zu ziehen. Ja, genau. Also wir haben heute erstmal über, ich sag mal, Grundmaßstäbe gesprochen, ein ganzes Stück auch über anderes, aber die Hauptschiene jetzt auch zum Schluss war, über Grundmaßstäbe ins Gespräch zu kommen für die Verbindung mit auch anderen Initiativen oder Bewegungen weltweit oder überhaupt mit der übrigen Menschheit. Kann man es alleine machen? Kann man es als ein Staat machen? Oder
wie erreichen wir die Wandelkraft, dass das dann zu einer verantwortlichen Entwicklung kommt? Ich hatte eigentlich vorher schon mehr auf einzelne Initiativen dabei einzugehen und die Potenziale auszuloten, aber wir haben erstmal über Grundmaßstäbe gesprochen, die man dabei beachten müsste. Und ein Maßstab ist sicherlich eben, damit fasse ich meine Position auch nochmal zusammen, wir können nicht einfach sagen, wir machen Klick, weder in unserem Inneren noch im Zusammenleben oder in der Weltgesellschaft und dann klappt schon alles. Sondern es ist eine Kulturfrage. Wir müssen uns eine Kultur erarbeiten, die in uns selbst so aussieht, dass wir nicht nach den kurzsichtigen Suchtmotiven oder dem, was sich da gerade besser durchsetzen kann, gehen, sondern nach langfristiger Vernunft. Wir müssen das im Miteinander kultivieren. Und da ist es ja sehr entlarvend jetzt zum Beispiel, dass wir die Kritiker aus dem Extinction Rebellion Forum eingeladen haben und keiner jetzt kam und bereit war, sich dann mal aufs direkte Gespräch einzulassen. Also das brauchen wir untereinander auch zur Konfliktbearbeitung. Und wir brauchen es weltweit. Ja, darf ich vielleicht kurz zwischendurch sagen, das ist so erschreckend, dass man sagt, mit Menschen rede ich nicht. Nur mit Menschen, die absolut der gleichen Meinung sind wie ich selber, aber mit anderen rede ich nicht. Grundsätzlich nicht. Und das ist so erschreckend. Ganz erschreckend. Und das ist auch weltweit so. Ne? Wir wissen ja alle, dass da viel zu wenig geredet wird, viel zu oft die Waffen statt der Worte sprechen gelassen werden. Und damit wir uns sicher fühlen, ohne dass wir die Raketen in der Tasche haben müssen, mit denen wir uns verteidigen, muss es den Schritt zu einer Menschheitskultur finden, wo es wirklich so ist, der Einzelne muss darauf vertrauen, dass die Gesamtgemeinschaft ihm das Recht zugesteht, angemessen mitgeteilt und gehört zu werden. Also wie es Artikel 1 der Menschenrechte auch sagt, auf der Basis von Vernunft und Gewissen geschwisterlich miteinander umgehen. Und das ist vor allem dieses sich mitbeteiligen am geistigen Leben und der Entscheidungsfindung, ohne dass ich dafür meinen Knüppel rausziehen muss, um gehört zu werden. Diese Kultur, das wird die entscheidendste Weichenstellung sein, auch für die Bündelung jetzt von einzelnen Initiativen auf dem Weg dahin. Und ich denke mal, da machen wir eine nächste Sendung dann, wo wir da weiter in die Details gehen. Ja, danke. Schlusswort Tom, ja? Ja, Tom, genau. Das Bild über das, was notwendig ist, um die Erde für alle sicher notwendig zum lebenswert zu machen, das ist ja noch so ein bisschen im Kopf, ne? Oder? Ja. Dylan? Ja, welches Bild genau? Ich habe ja viele schon gesehen. Ach, von meiner Webseite, das zum Thema Welt. Ja. Ja. Wir brauchen also weltweit gleiches Geld. 100 Euro sind 100 Dollar, sind 100 Pesos, sind 100 Yen und so weiter und so weiter. Aha. 100 Zloty, das ist schon mal das eine. Ja, denn die weltweit gleichen sozialen Arbeitsmarkt- und Steuergesetze, Vollrecycling, Kreislaufwirtschaft, Kreislaufchemie, weltweites Energienetz, weltweites Wassernetzwerk, weltweit gleich gute Bildung, gleich gute medizinische Versorgung und vor allen Dingen, ja, das Ex-Militär wird zum Katastrophenschutz eingesetzt und wir brauchen natürlich weltweites Friedensabkommen. Jeder mit jedem macht einen Friedensvertrag. Ja. Und natürlich eine Lösung für unsere Probleme. Ja, dieses weltweite Energienetzwerk und Wassernetzwerk. Ja, also ich denke ja auch natürlich, dass wir uns bewegen müssen zum Weltstaat oder eben noch besser gleich ganze alle Staaten auflösen. Das wäre ja so mein Konzept. Das würde ich so nicht machen, wegen den Kulturen und wegen dem Stolz, die Menschen besitzen auf ihre Kultur, besondere Kultur. Und die Besonderheiten der Leute sind auch besonders für die da leben, wichtig, ja, dass die nicht jetzt irgendwas Neues alle machen müssen, sondern sie bleiben so ein bisschen, ja. Ich meine, ich fahre gerne nach Italien und esse dort mal eine Pizza, ja, und genieße die kleinen Kassen mit den kleinen Restaurants und so. Und ich war auch in Paris immer sehr glücklich, ja, mit den kleinen Cafés dort und so. Das sollte sich glaube ich, sollten wir die Staaten nicht auflösen, ja. Aber praktisch so eine überliegende Regierung nochmal, die sich jetzt mit den aktuellen Problemen befasst, das wäre denkbar, ja.
die gar nicht so tief reingeht in die Politik, sondern sich mit den drüberliegenden Problemen halt, wie die globale Erwärmung sich damit beschäftigt, ja. 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 Ich wäre schon zufrieden mit Friedensverträgen, ja. Ja, ja, dass ja. Dass wir Frieden haben und die Leute sich entspannen können. Ja. Ja, Silke, dein Schlusswort. Ja, es ist interessant, weil heute bin ich gekommen eigentlich, weil ich dachte, ach, ich müsste mir das vorstellen, was wir hier in Würzburg mal so ein bisschen angedacht haben, eine Initiative zu gründen für eine andere Welt. Und dass es da eigentlich auch darum geht, dass wir überhaupt nur noch biologische Landwirtschaft haben und gar nichts mehr anderes und überhaupt keine Giftstoffe mehr brauchen, um gesunde Nahrungsmittel zu produzieren. Hatten wir ja vorhin eigentlich auch darüber gesprochen, dass die meisten Nahrungsmittel gar nicht mehr gesund sind, die wir zu uns nehmen in der heutigen Zeit. Und ich habe gemerkt, ja, wir haben über so viel gesprochen, aber dazu sind wir gar nicht gekommen. Da würde es mir ein anderes Mal drum gehen, wie wir die einzelnen Punkte, die wichtig wären, anzugehen, was weiß ich, auch mit den Plastikverpackungen und mit den Produkten, die produziert werden, die auf so produziert werden, dass sie möglichst schnell kaputt gehen und das Ganze. Also dass ich gerne ein andermal noch mehr über andere Sachen sprechen möchte, die auch ganz wichtig wären anzugehen. Wir haben vor allen Dingen über Überbevölkerung gesprochen, militärische Gefahr, konsumbefreites Leben und dass wir ja auch versuchen mit anderen Organisationen, die sich gebildet haben, zusammenzuarbeiten, eine Brücke zu schlagen. Da gibt es ja gerade von Extinction Rebellion jetzt am Wochenende so ein Klimafestival, habe ich gesehen, aber es hat mich ehrlich gesagt nicht so angesprochen. Es wäre eigentlich eine Möglichkeit, auch da sich vielleicht einzuklinken. Ja, aber ich fand das Gespräch insgesamt, es war ein schöner Austausch. Und ja, ich freue mich, also ich fand es jetzt fruchtbar, schon über bestimmte Dinge geredet zu haben und freue mich auf das nächste Gespräch. Und danke allen, die dabei waren und allen Zuhörern zuhören und ja, wünsche weitere fruchtbare Gespräche. Ja, super. Dann noch mein Schlusswort dazu. Ich habe ganz bewusst das Bild mit Greta Thunberg aufgerufen, ja, dass ich sozusagen als so knochentrockener Naturwissenschaftler, der ich geworden bin, nachdem ich sozusagen Esoterik, Psychologie, Psychotherapie, Osho, Bhagwan, Sri Rajneesh und so weiter, all diese Wege gegangen bin, bin ich ja der knochentrockene Naturwissenschaftler geworden und der eben sagt, ganz knochentrocken sind die Machtverhältnisse so, dass die Medien über uns nicht berichten, trotz tausender Anrufe, trotz tausender Gespräche mit Politikern, die Politik sich gar nicht für eine bessere Welt interessiert, sondern da sind nur eben, sehe ich nur Fridays for Future, Extinction Rebellion, Ende Gelände, die einen Zugang zu den Großmedien haben, die einen Stein im Brett haben dort. Und das ist unsere einzige taktische Chance, wirklich zu einem schnellen Wandel der Welt zu kommen, sozusagen. Und unser Grundgedanke, nämlich hinzugehen und den Milliardärskönigen der politischen Kaste und den Medien etwas anzubieten, ihnen die Vorteile auszumalen aus 500 Milliarden jährlichem Wirtschaftswunder, aus 127 kerngesunden Lebensjahren und 10 bis 20 Mal mehr Lebenslust. Das ist das, was wir der Welt anbieten müssen. Aber die Voraussetzung dafür ist eben, dass wir Greta und Luisa und Extinction Rebellion und so weiter, die einen Kohlestopp 2026 anbieten müssen, mit allem anderen und den 900 Milliarden Euro 7 Jahre Plan.
Und ich sehe sonst keine taktische Lücke, sonst kann ich nur versuchen, hier für mich alleine irgendwie zu versuchen, mich so glücklich wie möglich zu machen. Aber da ich mich erlebe als einen Bonobo, der in einen Bonobo-Kommunismus gehört und sonst einfach nicht genügend Glückshormone abkriegen kann, bin ich ständig gebeutelt von einem Esssuchtanfall zum anderen und plötzlich erwische ich mich, dass ich plötzlich ein Bier trinke, obwohl das so ungesund ist und so weiter. Aber das heißt, ich bin von dieser kapitalistischen Konsumsucht gebeutelt, so wie es die Masse der Gesellschaft ist, ja. Und insofern hoffe ich, dass wir weiterkommen, dass vielleicht Öff vielleicht mit seiner ruhigen Art es schafft, bei Extinction Rebellion und bei Scientists for Future Millimeter für Millimeter das Eis zum Schmelzen zu bringen, bis die Leute vielleicht sogar mal irgendwann anfangen, auf eine Argumentebene zu kommen, über den besten Weg, ja. Und dass wir dann vielleicht wirklich eine Chance haben und... ja, also ich würde sagen, Öff ist ein sehr guter, sanfter Kommunikator dafür. Ich wäre leider nicht immer so geduldig und ich hoffe, dass wir da was erreichen können. Und bald kommt dann wieder die nächste Einladung zur nächsten Talkshow, ja? Sollen wir so verbleiben? Jo. Ja, dann alle noch mal Tschüss sagen. Ich beende unsere heutige wissenschaftliche Tagesschau heute, Talkshow Demokratie pur, freie Argumente-Plattform vom Sonntag um 11 Uhr, beende ich hiermit. Sagt mal alle Tschüssi! Tschüss, seit dem Abend. Tschüss. Ja.